zu unserer vierten Veranstaltung der Webinarreihe Digitale Impulse. Mein Name ist Vincent Schoch und ich betreue für die baden-württembergischen Industrie- und Handelskammern das Themengebiet der Einpersonen- und Kleinstunternehmen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Heute leider in einem etwas anderen Setting als das letzte Mal, denn anders als beim letzten Mal können Sie heute leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Das liegt zum einen daran, dass wir für diese Veranstaltung so viele Anmeldungen bekommen haben, dass unsere Systeme wahrscheinlich die Anzahl der Teilnehmenden nicht hätte verarbeiten können. Und wir wollen allen diese Veranstaltungsreihe zugänglich machen und auch in bester Bild- und Tonqualität liefern. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute oder wann immer Sie quasi sich das Video anschauen, heute mit dabei sind. Ich freue mich auch, dass Frau Pfeiffer-Suppé von der Industrie- und Handelskammer Ulm mit dabei ist. Und bevor wir mit dem Vortrag von Herrn Schletz starten, würde ich Ihnen noch gerne kurz die Landesinitiative für Einpersonen- und Kleinstunternehmen vorstellen. Alle zwei Jahre veranstalten die Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg in Kooperation mit unserem Dachverband, den Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag, eine Initiative für Einpersonen- und Kleinstunternehmen. Und daher haben wir für 2021 eben diese Webinarreihe ins Leben gerufen, Digitale Impulse. Wir werden noch zwei weitere Veranstaltungen dieser Webinarreihe erleben. Und im Oktober haben wir dann unseren Abschluss mit dem ersten rein digitalen Kongress für Einpersonen- und Kleinstunternehmen. Genau, wie schon erwähnt, haben wir noch zwei weitere Veranstaltungen. Wir freuen uns auf den heutigen Tag, denn heute geht es um das Thema Social Media Marketing mit kleinem Budget. Und ich hatte Ihnen ja auch schon zuvor angekündigt, nämlich der Herr Schleps, Ihr Referent. Herr Schleps ist studierter Sprachwissenschaftler und hat auch Startup-Erfahrung und ist ausgebildeter PR-Experte für Verbraucherkommunikation. Seit 2016 arbeitet er im Stall von die Kavallerie in Tübingen. Ich bin mir sicher, zu der Kavallerie wird er auch gleich noch ein, zwei Sätze sagen. Und dort ist der Head of Concept und Copy und berät Unternehmen aus verschiedenen Branchen zum Thema Marke und Kommunikation. Und 2019 war Felix Schleps auch Teil der Delegation des Landes in Baden-Württemberg beim internationalen Cannes Lions Festival of Creativity. Jetzt will gerade dieses englische Wort nicht raus. So, und heute geht es also um das Thema Social Marketing mit kleinem Budget und wir haben den Untertitel gewählt, so erreichen Sie Ihre Zielgruppe richtig. Und ganz klar, mit Social Media haben Sie natürlich die Möglichkeit, kostengünstig Ihre Zielgruppe zu erreichen. Und die Herausforderung ist da ja natürlich oft, guten Content zu liefern und das vielleicht auch ohne ein fünfköpfiges Social Media Team im Hintergrund zu haben. Und deswegen wird heute uns Herr Schleps Ansätze anzeigen, wie man eben auf Social Media aktiv sein kann und eben seine Kunden bestmöglich zu erreichen. Er wird dabei insbesondere auf Instagram als auch LinkedIn und Facebook und Co. eingehen. Herr Schleps, ich freue mich, was Sie uns heute mitgebracht haben für die nächsten 60 Minuten und die digitale Bühne gehört Ihnen. Ja, herzlichen Dank für die nette Anmoderation. Ich werde nun meinen Bildschirm teilen und dann geht's schon direkt los. Ja, die Kavallerie ist da heute in meiner Person. Herzlich willkommen zum Vortrag. Als allererstes sagt man einmal freundlich Hallo, habe ich gelernt, an alle, die dabei sind und sich mit diesem spannenden Thema heute auseinandersetzen möchten. Die Kavallerie aus Tübingen sehen Sie hier, das weitestgehend junge Team. Der rote Pfeil, der zeigt auf mich, das bin ich, das sind wir hier in der, bei unserer Agenturklausur im Jahr 2019 in Barcelona. Da sieht man einmal so ein bisschen den Eindruck, was wir so für eine Truppe sind. Recht offen und auch interdisziplinär unterwegs. Zu uns als Agentur eben kurz ein, zwei Zahlen. Wie gesagt, wir kommen aus dem Herzen von Tübingen, sind hier
Schnitt 32 Leute, neugierige Köpfe, die das ganze Spektrum der Kommunikation abdecken, hin von der Marke bis zur Kommunikationsstrategie und auch natürlich im ganzen Bereich der Umsetzung digital wie analog. Wir betreuen 70% unserer Kunden komplett und 30% projektbezogene Kommunikation. Das Spannende ist bei uns, dass wir quasi ein ganz breites Spektrum von Kunden aus verschiedensten Bereichen abdecken. Das heißt, wir haben viel interdisziplinäre Erfahrung und lassen das auch immer wieder über die jeweiligen Grenzen der Branchen hinaus auch einfließen, dass da immer wieder was Neues kommt und wir nicht nur monothematisch unterwegs sind. Uns gibt es seit 19 Jahren. Wir haben knapp 20.000 Projekte in der Zeit unternommen und gerockt und verfahren nach einem Geschäftsprinzip und das lautet Attacke. Wenn man mal so einen Querschnitt durch unsere Auftraggeber einfach macht, sieht man viele aus den technischen Bereichen, viele Mittelständler im Bereich Maschinenbau oder technische Produkte. Man sieht aber auch genauso Organisationen oder Ministerien, sprich den Bereich gesellschaftliche Relevanz. Und da drin spannt sich quasi unser ganzes Kundenportfolio auf und ist sehr, sehr bunt gemischt. Ich habe gerade schon angedeutet, was wir so tun. Wir entwickeln Markenstrategien. Das ist auch einer meiner Schwerpunkte oder der Schwerpunkt, den ich mich kümmere. Rollen Kampagnen aus, da fallen natürlich ganz viele Themen drunter, von der Awareness-Kampagne, aber auch natürlich Sales-Geschichten oder Produktkampagnen. Das Thema Design hat hier einen ganz starken Fokus bei uns. Wir entwickeln Corporate Designs, aber eben auch alle zu gestaltenden Medien. Ein ganz großer Schwerpunkt liegt mittlerweile bei uns auf dem Bereich CGI, 3D und Fotografie. Hier haben wir eine eigene Unit, die sich in-house um das ganze Thema kümmert, wie bei den anderen Bereichen wie Text und Redaktion zum Beispiel, auch alles in-house, wie die Digitalabteilung und Co. Zu mir nochmal, ich bin, wie es Herr Schoch schon angedeutet hat, Cannes Lion 2019. Da konnte ich ziemlich viel mitnehmen, was die neuesten Trends im Bereich Kreativität und Marketing angeht. Habe mich damals hauptsächlich um das Thema Purpose, also Unternehmensausrichtung mit Hinblick auf einen gewissen Zweck, einen gewissen gesellschaftlichen Mehrwert, habe ich mich darauf spezialisiert und dieses Thema, wie das alle Cannes Lions oder BW Lions machen, nach Baden-Württemberg reingetragen in verschiedenen Cannes Reports. Die letzten zwei Festivals sind leider ausgefallen aufgrund von Corona, beziehungsweise nicht ausgefallen, sondern waren halt Online-Veranstaltungen. Das heißt, ich war 2019 der letzte mit den letzten 10 Baden-Württembergern dort, die das live vor Ort erleben durften. Und das war wirklich eine sehr, sehr spannende Sache und hat viele, viele Impulse gebracht und hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. So viel eben zu uns als Agentur und mir und zu meinem Background. Wollen wir mal einsteigen in das Thema von heute. Und zwar in das Thema Social Media. Wie erreiche ich Zielgruppen mit schmalem Budget? Das hört sich als allererstes mal so an wie, auch ein großes Budget und wir müssen irgendwie aus der Not eine Tugend machen, also irgendwie vielleicht ein bisschen ein geduckter Ansatz, um da reinzugehen. Die allererste Erkenntnis, die Sie mitnehmen können oder sollten von heute, ist das Thema Social Media ist keine eierlegende Wollmilchsau. Was meine ich damit? Wenn man an das Thema rangeht und sagt, das kostet wenig, soll möglichst wenig Arbeit machen, aber ganz viel bringen, dann wird man mit dem Thema wahrscheinlich nicht glücklich werden. Es ist wie so oft, dass wenn man ein Dreieck bildet aus drei bestimmten Faktoren, dass zwei einfach nur gleichzeitig möglich sind. Also wenn es viel bringen soll, wird es wahrscheinlich
wird es wahrscheinlich nicht wenig kosten und gar keine Arbeit machen, sondern wenn es keine Arbeit macht, viel kosten oder ganz, ganz viel Arbeit machen. Wir müssen uns da schon entscheiden, wenn es einen Effekt haben soll. Und wenn wir die Kosten mal aufgrund des Titels der Veranstaltung ein bisschen wegstreichen wollen und sagen wollen, okay, es soll aber was bringen. Wir wollen unsere Zielgruppen effektiv erreichen und auch Beziehungen aufbauen in dem Bereich. Dann ist es einfach so, dass wir uns in die Arbeit stürzen an der Stelle. Also ganz ohne etwas zu tun, wird nicht funktionieren. Und wir werden nicht ausgehen und sagen, okay, wir haben jetzt den goldenen Schlüssel für die günstigste Kommunikation, die uns nichts abverlangt, sondern wir schalten den Kopf an und versuchen heute ein paar Dinge einfach von vornherein richtig zu machen, um eben mit kleinem Budget weit zu kommen. Grundsätzlich, ich habe es schon angedeutet, mein Thema ist einfach die Marke. Und wenn wir die zwei Themen mal so ein bisschen nebeneinander stellen und einfach sagen, okay, ganz vorne steht wahrscheinlich einfach das Bewusstsein über die eigene Marke und die Aktivitäten auf Social Media kommen chronologisch echt erst relativ weit hinten. Dazwischen ist einfach ein bisschen Arbeit zu tun. Man sollte sich, ich werde jetzt keine komplette Markenkonzeption machen, aber vielleicht ein paar grundsätzliche Gedanken darüber machen, was wir eigentlich rüberbringen wollen und was passt zu mir und meiner Marke. Und das sind natürlich so Fragen, die man sich einfach stellen kann. Wer bin ich? Die meisten werden das relativ leicht beantworten können. Was kann ich überhaupt? Und die dritte und wahrscheinlich mit wichtigste Frage ist, warum ist das überhaupt wichtig? Warum ist das relevant? Und wir benutzen in der Markentheorie und in der Markenkonzeption gerne so eine Art Markensteuerrad. Da ist in der Mitte irgendwie der Markenkern, die Marke, die wir vertreten. Und eine Marke ist jetzt nicht ein Logo, eine Marke ist nicht ein Design, sondern eine Marke ist quasi die Gesamtheit meiner Persönlichkeit, der Persönlichkeit meines Unternehmens und all damit verbundenen Assets. Wir stellen uns Fragen wie, wer bin ich? Also sprich, welche Kompetenz vertrete ich? Was habe ich eigentlich zu bieten? Welches konkrete Angebot mache ich meinen Kunden? Dann aber auch der gedankliche Switch auf ein Thema, was ganz arg wichtig ist, und zwar das Thema, welchen Nutzen biete ich? Die Kompetenz ist vielleicht eine sehr, sehr, eine Art der Innensicht. Ich präsentiere meinen Bauchladen, das habe ich alles zu bieten, aber letztlich interessiert es den Kunden oder den ich zum Lead machen möchte, wenn wir im Social Media Kontext unterwegs sind. Was bietet er eigentlich mir? Also was bietet er mir für einen Nutzen? Wie verändert er meine Situation? Das heißt, das ist eine Frage, die ich mir im Vorhinein auf jeden Fall stellen sollte. Genau wie das Thema Tonalität. Tonalität ist die Art der Ansprache. Also spreche ich humorvoll, spreche ich, wir sind in Baden-Württemberg, vielleicht im wahrsten Sinne im schwäbischen Dialekt. Also bin ich der Schwabe von nebenan, bin ich sehr, sehr seriös, bin ich witzig und nahbar. Alles Sachen, die ich mir vorher überlegen sollte, bevor ich auf Social Media unterwegs bin, dass ich diese Themen einmal für mich beschreibe und klar auf den Punkt bringe. Und dann natürlich, wie trete ich im Bild auf? Habe ich eine zumindest einigermaßen gerichtete Bildsprache? Weiß ich, wie meine Bilder rüberkommen sollen? Sollen viele Menschen drauf sein? Soll viel Information rüberkommen? Es geht hin bis natürlich zu den Farben und so weiter. Aber alles Gedanken, die ich mir machen sollte, bevor ich renne einfach mal raus und setze Kommunikationsmittel auf. Das sind so die einfachen Fragen, die ich zu meiner Marke mir stellen kann. Ganz grundsätzlich, und das ist auch einfach das Thema, was ich gerade eben schon angedeutet habe, bei dem Übergang vom Thema
was habe ich zu bieten und was nutze ich, dass wir uns in die Schuhe unseres Gegenübers, also unseres Kunden stellen. Und einfach vielleicht die ganze Thematik mal so begreifen, dass die Marke nicht das ist, was wir behaupten, sondern das, was sein Gegenüber fühlt. Also, wie komme ich vielleicht von der Kopflastigkeit hin zu einem Bauchgefühl? Weil da ist Social Media prädestiniert dafür, diese Themen, diese emotionalen Themen auch auszuspielen. Man muss eben nur aufpassen, dass man an der Stelle auch genau weiß, wie man die bestimmten Themen, die man anbringen möchte, auch rüberbringt. Und hier ist es auf jeden Fall wichtig, sich in das Gegenüber hinein zu versetzen. Das war jetzt mal so ein kleiner Abriss, um zu gucken, um sich so ein paar markentheoretische Gedanken zu machen. Okay, wie kanalisiere ich denn das, was ich alles zu bieten habe in Social Media, dass ich nicht einfach sage, okay, ich suche mir einen Kanal aus und fange an, wild drauf zu posten und merke am nächsten Tag, das interessiert keinen oder das ist absolut irrelevant, was ich da tue, sondern es sollte einfach was mit mir und meiner Markenpersönlichkeit zu tun haben. Wir springen mal direkt ins Thema Social Media und die Kanäle, die dort eine große Rolle spielen. Und zwar zum Thema der Nutzung. Wir haben die ARD und ZDF Online-Studie, die ist immer ganz toll, um zu gucken, wie sieht es denn eigentlich gerade aus. Und wenn wir uns da die Kanäle, die einem direkt in den Kopf kommen, vielleicht auch mal angucken, dass wir die einfach mal verorten, wie relevant die Kanäle dann so in der Masse einfach sind. Da fällt natürlich auf, okay, irgendwie klar, die üblichen Verdächtigen mit Facebook und Instagram sind oben. Wir haben sowas wie Snapchat, was eine große Relevanz in der jungen Zielgruppe zu versprechen scheint zwischen 14 und 29. Wir haben dann auf den in Anführungszeichen hinteren Plätzen Twitter, LinkedIn, Xing, Twitch und TikTok. Ich gehe auf ein paar dieser Kanäle nachher noch mal ein bisschen tiefer ein, aber es fällt natürlich schon auf, okay, Facebook und Instagram scheinen wirklich relevant und wichtig zu sein, wenn es um die Menge der Nutzer geht, die hier wurde abgefragt, die App oder das Social Media Angebot mindestens einmal in der Woche nutzen. Trotzdem kann man, ich denke, jeder von Ihnen hat einen gewissen Blick auf die Dinge und eine gewisse Erfahrung mit den verschiedenen Kanälen und Social Media Angeboten und wird so sagen, okay, in letzter Zeit ist Instagram gefühlt ja sehr, sehr groß geworden. Vielleicht gibt es auch noch andere Trendthemen, aber man hört immer und immer mehr, auf Facebook bin ich gar nicht mehr unterwegs, es ist eher was für alte Leute in Anführungszeichen. Also gerade die Generation Z, die jetzt nachkommt, hat mit Facebook relativ wenig am Hut, auch wenn wir sagen, Erwachsene ab 14 Jahren scheint auch noch vertreten zu sein, zwischen 14 und 29 auch noch unglaubliche 44%. Das spricht so ein bisschen gegen diesen ersten Eindruck, den man gegenüber Facebook hat, dass Facebook eigentlich gar nicht mehr so relevant ist. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Instagram immer mehr kommt. Aber wie ist es denn dann? Ist es aus und vorbei? Facebook, das war's und ist auf dem absteigenden Ast und jetzt sind alle auf Instagram unterwegs und interessiert keiner mehr, was da passiert. Nein, so ist es nicht. Die Geschichte muss ich nochmal vielleicht von der anderen Seite her klar machen. Auch wenn es an vielen Ecken so klingt, als ob die spannenden Themen nicht mehr auf Facebook unterwegs sind, ist es nach wie vor einfach noch das größte Netzwerk der Welt. Und natürlich damit mit einer wahnsinnigen Reichweite ausgestattet. Und nicht zuletzt aufgrund dieser Reichweite, die es an sich hat, mit einer total großen Bedeutung fürs Thema Werbung. Und es ist natürlich auch der Konzern, der in Instagram steckt. Das heißt, man kann die beiden Kanäle eigentlich gar nicht ohne einander denken. Das heißt, wir wollen
Facebook heute nicht tiefer besprechen. Ich wollte Ihnen damit nur noch mal mit auf den Weg geben. Facebook ist mit Sicherheit nicht tot und viele Features werden auf Facebook auch immer wieder neu eingeführt. Es wird viel ausprobiert. Und der ganze Bereich bezahlte Werbung, also Paid Media, ist auf Facebook sehr, sehr dick verankert. Es ist auf jeden Fall noch da. Welcher Seitenblick für mich nochmal total interessant ist, Sie werden es mit Sicherheit auch mitbekommen haben, ist das Thema TikTok. TikTok ist eine Social Media Plattform, die in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr stark an Bedeutung gewinnt. Das, wenn man jetzt gerade auf die Online-Studie guckt, macht es vielleicht nicht so den Eindruck, dass sie dermaßen tief verankert ist, aber sie kommt mit einem großen, großen Rückenwind. Man sieht es auch an den Downloadzahlen der App, dass sie die immer weiter steigt und dass sie einfach im Vergleich zu anderen Plattformen sehr, sehr viel auf sich vereint. Ich möchte jetzt nicht empfehlen, mit Ihrem Unternehmen direkt auf TikTok zu gehen. Ich möchte Ihnen nur noch einmal vielleicht den Hintergrund klar machen, vielleicht auch einfach, um ein bisschen mitreden zu können an der Geschichte. Was TikTok einfach erreicht ist, es mischt viele gute Elemente verschiedener Plattformen und kombiniert sie. Also klar, von Facebook dieses Thema folgen, liken, interagieren. Vom Thema Instagram einfach schon mal das, dass viele Funktionen einfach gegenseitig voneinander, von den Apps, von den Plattformen kopiert werden. Also Instagram orientiert sich mittlerweile sehr, sehr an dem, was TikTok macht. Und umgekehrt auch. TikTok geht ganz aggressiv in den deutschen Markt und Instagram reagiert darauf und nimmt TikTok als sehr, sehr relevant an. Was inhaltlich erinnert TikTok natürlich viel an Snapchat, einfach diese vertikale, schnelle user-generierten Videos, die einfach wahnsinnig Spaß machen. Und jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Twitter braucht man auch keinen Account, um dort aktiv zu sein. Das heißt, man kann einfach reingucken und einfach gucken, was los ist und sich in diese App reinziehen lassen. Und das macht die App mehr oder weniger genial. Der Algorithmus, der dahinter liegt, schafft es auch relativ schnell, mich zu packen und mich reinzuziehen. Und testet mich mit den Inhalten und spielt mir sehr, sehr intelligent immer wieder neue Inhalte aus, die sehr, sehr laut und unterhaltsam sind. Und es ist schwupps eine Stunde vorbei und man ist unterwegs auf TikTok und hat die Zeit vergessen. Ich gebe Ihnen an der Stelle wirklich einen Tipp, gucken Sie sich das mal an, machen Sie sich vielleicht einen Account, wenn Sie wollen, und schauen Sie einfach mal, in welche Richtung sich das entwickelt. Da, man kann einfach viel, viel lernen, was auch der kreative Umgang mit Social Media Plattformen angeht. Aber wie schon angedroht, wollen wir tiefer ins Thema Instagram einsteigen, weil das auch, ja, die Realität einfach zeigt. Es gab eine Zeit vor ein, zwei, drei Jahren, in der einfach Unternehmen extrem angefangen haben, wir müssen jetzt auf Instagram uns positionieren, unseren Weg finden. Und mittlerweile gehört es ein Stück weit zum guten Ton. Und es ist aber auch einfach so, dass es eine sehr, sehr offene, positive und kreative Plattform ist, auf der man unterwegs sein kann und auch einfach viel ausprobieren kann. Wenn man es nochmal vielleicht mit Facebook an der Stelle auch nochmal kurz übereinander legt, haben wir gesagt, okay, Facebook ist noch, die Zahlen sind natürlich, was das angeht, absolut gegenläufig. Es ist einfach noch vielleicht größer von der Audience Size her, also von der Nutzeranzahl, die Plattform nutzt oder registriert ist. Aber das Aktivitätsvolumen ist bei niedrigerer Anzahl auf Instagram einfach höher. Und sprich, auch das ganze Engagement, also wie sich die Leute quasi damit intensiver beschäftigen und mit der App interagieren, wird auch immer größer. Das heißt, auf Facebook checken Sie vielleicht mal eben nur kurz rein, was ist los, und die App wird wieder zugemacht. Auf Instagram wird sich TikTok einfach auch lange und
und intensiv bewegt und es findet eine große Interaktion statt. Was wir so bei uns in der Agentur mal entwickelt haben, sind so die fetten 5 für Instagram. Einfach mal so 5 Tipps, mit denen man auf Instagram einfach einsteigt. So vielleicht so eine Art Faustregel, die die Plattform auch ganz gut erklären oder den Spirit der Plattform ganz gut erklären. Schön in 5 einfache Formeln gepackt. Das erste ist Bock haben. Das heißt, es ist eine Plattform, die einfach die Aktivität belohnt und ich würde ganz positiv daran gehen und es nicht als eine Mammutaufgabe sehen und sagen, boah, wie soll man das denn alles schaffen, zusätzlich zu anderen Aufgaben, die irgendwie im täglichen Business unterwegs sind, sondern einfach mal sagen, hey, ich nehme mich der ganzen Sache an, habe einfach mal Lust, ein paar Sachen mir anzugucken, vielleicht Sachen genauso gut machen wie andere Unternehmen, bei denen ich das einfach super finde, und mich einfach drauf einlassen. Das heißt, eine positive Grundeinstellung ist das Allerwichtigste, was man gegenüber Instagram mitbringen sollte. Dann das Thema bleibt positiv. Grundsätzlich auch ein ganz spannender Unterschied zwischen Facebook und Instagram. Es gibt so vielleicht schon etwas in Anführungszeichen älteren Kandidaten oder Social Media Gott, Paul Riebke, der hat das ganz schön ausgedrückt. Der hat gemeint, Instagram ist ein positiver Kanal, die ganzen Mecker-Fritzen sollen bei Facebook bleiben. Das heißt, natürlich gibt es kontroverse Themen auf Instagram, aber es ist grundsätzlich ein Kanal mit positiver Herangehensweise, auf dem man sich gegenseitig auch was ein bisschen mehr gönnt und sich darstellt, versucht, Themen in die Tiefe zu diskutieren. Natürlich gibt es auch Themen wie Shitstorm auf Instagram, gar keine Frage. Aber Facebook ist, was das angeht, wesentlich aggressiver und auch es ist eine ganz andere Art der Interaktion und Kommunikation, was das angeht. Also, sprich, Instagram ist ein positiver Kanal. Dann haben wir das Thema Tell Your Story. Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit, dass wir alles, was wir jetzt besprechen, ist schön und gut und interessant, aber 2/3 von dem, was Sie auf Instagram machen sollten, sollte dementsprechend, wie Sie sind, also sprich Ihre Marke und Ihre Geschichte repräsentieren und sich nicht zu sehr an Regeln orientieren oder an, oh Gott, das kann ich alles falsch machen, sondern eher zu gucken, mal anzutesten, was funktioniert für mich, was passt, wie kann ich meine Story, die in meinem realen Umfeld unterwegs ist, denn auch wirklich auf der Plattform spiegeln und nicht das Gefühl zu haben, dass man nur mit Handschellen unterwegs sind. Würde ich mal sagen, 70% eigene Story und vielleicht 30% immer wieder optimieren. Und dann ein Thema ist auch, hau raus. Viel hilft bei Instagram auf jeden Fall viel, zumindest. Und das ist so was sich auch immer mehr abzeichnet im Bereich Stories. Also sprich, wir haben ja das Format im Feed, quasi Content, den wir mehr oder weniger auch dauerhaft ausspielen, der sich auf unserem Profil dann auch etabliert, der auch was über uns aussagt. Was wir im Laufe der Zeit so veröffentlichen. Aber in der Story speziell funktioniert es ja so, dass Inhalte nach einer gewissen Zeit auch wieder weg sind. Also auch wieder eine Funktion, die Instagram ja ursprünglich sich von Snapchat unter Nagel gerissen hat. Einfach zu sagen, okay, ich mache Themen, die sich vielleicht ein bisschen mehr versenden. Lädt aber auch dazu ein, einfach viel auszuprobieren und die Aktivität hochzufahren. Das wird auf jeden Fall verziehen. Trotzdem natürlich nicht überziehen an der Stelle, sondern planvoll handeln. Und Punkt 5, ganz entscheidend und oft unterschätzt, auch von Profis, überall ist das Thema Technik. Gerade wenn wir irgendwie an Stories denken, an Gesicht zeigen,
sich zur Kamera drehen und vielleicht ein Statement loslassen, wäre wirklich, wirklich wichtig, vorher zu überlegen, wie ist der Ton? Also Ton wird nicht so einfach verziehen wie Bild zum Beispiel in Instagram Story. Das heißt, man sollte durchaus verstehen, was da gesagt wird. Das ist nämlich, wenn der User seinen Ton schon mal anmacht für mich, dann sollten wir ihn nicht damit enttäuschen, dass der Ton schlecht ist. Ein verwackeltes Bild kann immer mal passieren, ist auch in der modernen Kommunikation überhaupt kein Problem, aber ein schlechter Ton ist einfach doof. Und das Thema unprofessionelles Handeln wird da transportiert. Grundsätzlich zum Thema Stories nochmal, noch so ein paar Themen, die wir vielleicht nochmal auf dem Schirm haben sollten. Mittlerweile haben die Stories den Feed eingeholt. Sie sind quasi das Element, was häufig genutzt wird. Das war jahrelang natürlich anders, aber es ist ein absoluter Siegeszug dieses Formats. Die vertikale Kommunikation, dabei hat sich das Telefon einfach einmal gedreht von quer auf, nach oben. Das ist mittlerweile eine ganz gelernte Art der Kommunikation, eine ganz gelernte Art der Bildsprache, vertikal unterwegs zu sein. Das heißt, wir sagen von Instagram first zu Instagram Story first und die Welt ist einfach an der Stelle absolut vertikal geworden. Was auch interessant ist nochmal als ein Input zu Instagram ist das Thema Likes und Herzen. Was wirklich auffällig ist, ist, man ist ganz, ganz lange im Windschatten dieses Siegeszuges, ist man immer wieder dem Thema hinterhergelaufen, mein Content, den bewerte ich anhand der Likes. Also mir ist ganz wichtig, dass wenn ich was poste und da sind nicht sofort 50 Likes drauf, habe ich irgendwas falsch gemacht. Und ich gehe auf Likes, Likes, Likes. Warum liked das keiner, wenn ich etwas mache? Und man hat sich dann ganz, ganz großen Rucksack drauf gesetzt. Ich kann sich an der Stelle so ein bisschen erleichtern. Die Art des Engagements an der Stelle hat sich ein bisschen geändert. Es geht eher darum, in Interaktion zu treten, die Leute auf meinem Content zu halten. Es ist wahnsinnig wertvoll, wenn ich zum Beispiel einen Story-Post habe, der von mir aus drei Teile hat. Also Story-Post 1, 2, 3 und die Leute bleiben dran. Ich sehe das ja nachher in meinen Statistiken in der App, wie viele Leute dran geblieben sind. Und wenn Leute einfach quasi dranbleiben, durchklicken oder in Interaktion treten. Es gibt ja auch viele Formate, in denen das möglich ist, viele kleine, seien es Umfragen oder sonst irgendwas. Das ist das, was eigentlich relevant ist, die Leute reinzuziehen in meinen Content und nicht zu sagen, sie sollen das mit einem Daumen hoch beziehungsweise mit einem Herz bewerten. Das ist keine Währung. Eine Währung, wir reden über, wie erreiche ich meine Zielgruppe? Wir wollen bei der Zielgruppe auf den Schirm kommen und idealerweise ins Gespräch oder sie weiterversorgen mit nutzhaften Informationen. Und da ist das Herz eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil, eben auch wie Follower zum Beispiel, die, wenn wir uns sagen, okay, ich möchte einen Kanal messen an seinen Followern, dann ist das schön und gut, aber letztlich sagt die Anzahl der Follower nichts über die Performance des Kanals aus, was die Zielgruppen denn wirklich angeht oder beziehungsweise das Ziel, das der Kanal eigentlich hat. Also es entwickeln sich ganz neue Arten des Engagements und das ist wichtig. Jetzt kommt vielleicht so ein bisschen der Showstopper. Achtung, you have to pay. Natürlich ein ideales Ökosystem im Bereich Instagram ist natürlich, ich habe Content, aber ich unterstütze den auch noch mit Ads oder ich sponsere die einzelnen Content-Posts, die ich raushaue. Aber es gibt natürlich da auch Formen, wie man das richtig oder günstig und zielgerichtet machen kann, ohne, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein fünfköpfiges Social-Media-Team oder drei Leute, die meinen Anzeigenmanager nachher im Background
machen und große Budgets verwalten. Dazu komme ich später auch noch. Grundsätzlich ist es aber so, und so will ich das hier an der Stelle nämlich einordnen, es bildet sich eine Performance-Fraktion und eine Community-Fraktion heraus. Sprich, auf der einen Seite wird immer mehr optimiert in der Ausspielung. Das ist dann sehr algorithmuslastig. Und wir versuchen optimale Inhalte zu schaffen. Das ist schön und gut. Das ist sehr technisch gedacht an der Stelle und auch je größer ein Unternehmen da einsteigt, mit Sicherheit auch total zielführend. Aber es gibt eben noch diesen anderen Gedanken, den Community-Gedanken. Zwischen diesen zwei Polen teilt sich das Thema auf, und wir wollen natürlich ein bisschen stärker in den Bereich Community einsteigen, weil das ist ja das, was man mit geringem Budget und ein bisschen Köpfchen und ein bisschen Arbeit auch sich gut erarbeiten kann. Und noch ein kleiner Hinweis: Pizza ist das beliebteste Essen für Instagram-Posts vor Sushi und Steak. Wer es wissen möchte, weiß es jetzt. Grundsätzlich ist aber die Frage, wohin soll unser Kanal denn führen? Wie machen wir ihn zielführend? Wie funktioniert das Zielführen? Und das heißt, wir haben ja, wenn ich einmal das Bild, diese Sanduhr bemühen darf, irgendwie ganz, ganz viel Informationen, die wir oben reinkippen. Also was ich vorhin gemeint habe. Viel muss das gar nicht sein, aber es sollte schon ein bisschen, wie gesagt, Vorarbeit geleistet werden. Was möchte ich überhaupt rüberbringen als Brand, als Marke? Wie kriege ich das so spitz wie möglich auf Instagram erzählt? Und dann bin ich irgendwie so in der Mitte der Sanduhr, und dann möchte ich natürlich damit auch viel erreichen und das ganze Thema wieder öffnen. Um das nochmal jetzt ein bisschen weiter an der Stelle zuzuspitzen, stellen wir uns die Frage, was genau will ich eigentlich erreichen? Also wenn ich so eine Art Zielformulierung mir mal überlege für den Kanal, das ist immer ein guter Ansatz. Mit welcher Art von Instagram-Auftritt erreiche ich meine Zielgruppe in der passenden Tonalität und vermittle einen Nutzen, dass sie in meinem Sinne handelt? Da stecken ja so ein paar Sachen drin, wie ich als Absender, das ist das Unternehmen, sind Sie als Einzelperson, als Experte vielleicht, oder ist es eine Redaktion, die vielleicht ein bisschen anonymer auf Themen rausschaut. Ich gehe eher davon aus, dass es entweder im Namen des Unternehmens spricht oder im Namen einer Person. Auf der anderen Seite natürlich die Zielgruppe, die angesprochen werden soll, die sich nochmal genau vor Augen führen und zu sagen, okay, wen soll es eigentlich interessieren? Weil Stichwort Likes und Herzen von vielen außerhalb meiner Zielgruppe, die bringen mir nichts, sondern erstmal wäre es ganz interessant zu wissen, wer ist es überhaupt, wen spreche ich denn da damit genau an, und ist der überhaupt auf diesem Kanal unterwegs? Bei Instagram wird er, weil es bei Jung und Alt beliebt ist, wohl unterwegs sein. Thema Tonalität haben wir gesprochen, Nutzen und die Wirkung, die der Kanal erzielen soll. Thema Wirkung. Man kann natürlich den Kanal ausrichten als eine Visitenkarte. Man kann sagen, wenn Leute bei mir auf den Kanal kommen und sich mein Feed zum Beispiel angucken, vielleicht sind sie über eine Story reingekommen, wie auch immer, dann möchte ich einen Landepunkt haben, der mich als Ganzes einmal beschreibt und meine Professionalität, mein Angebot einmal darlegt. Wie wenn ich jemandem einfach sage, guck mal, hier ist meine Visitenkarte, hier sind die Informationen, du kannst dich darauf ein bisschen informieren und so mein erstes Gefühl gegenüber dem ganzen Thema meines Brands irgendwie entwickeln. Man kann aber auch sagen, ey, das Ziel ist, wir wollen eine Community etablieren. Das heißt, wir wollen Leute, die sich mehr einbinden, die mehr sich quasi mehr mit mir beschäftigen, die vielleicht auch mal etwas mit mir und bei mir diskutieren möchten, die einfach themenbezogen dort wirklich für Aktivität sorgen, dass wir eher einen Landeplatz für eine Community aufbauen. Oder wollen wir wirklich Brandbuilding, vielleicht auch im klassischen Sinne, einfach unseren Content auch
extrem gebrandet aussehen lassen. Sprich, also der soll in unseren Unternehmensfarben mit unserer Corporate-Schrift wiedererkennbar, maximal offensiv ausgespielt werden und eher diese Funktion übernehmen, dass dort eine Marke sowohl visuell, aber natürlich auch von den Inhalten immer mehr aufgeladen wird und ich ihn dafür benutzen möchte, um meine Marke immer weiter zu verfestigen. Oder soll ein Kanal letztlich vielleicht auch einfach nur, in Anführungszeichen nur, weil das ist wahrscheinlich mit das Schwierigste, verkaufen. Also es läuft über den Kanal nachher wirklich Business. Das wär so eine Frage. Was ich hier mal als Beispiel anführen möchte, ist ein Kanal, den wir gemeinsam mit der MFG Baden-Württemberg aufgesetzt haben. Die MFG ist quasi die Medien- und Filmförderung. Besteht aus zwei Teilen. Einmal geht es um Kreative im Allgemeinen, die da Angebote erhalten, um ihr kreatives Business nach vorne zu bringen. Auf der anderen Seite aber auch die klassische Filmförderung. Und hier war es ganz wichtig, zum einen eine Visitenkarte zu erstellen, auf der anderen Seite aber auch eine Community zu etablieren. Und wenn ich hier einfach einmal in den Feed reingehe, wir haben den Feed extrem stringent aufgezogen und sehr, sehr statisch an der Stelle. Man sieht einfach, dass wir verschiedene Themen hier wirklich abdecken, versuchen, auf dieser Visitenkarte den User auch mal abzuholen und zu sagen, hey, guck mal, hier kannst du dich weiter informieren, hier hast du den ersten Eindruck und unsere Angebote dir einfach mal klar machen und einfach die Marke ein bisschen mehr erklären. Natürlich auch im Extrem gebrandet. Ja, das heißt also, dieses Gelb kommt nach vorne, es kommt auch der Illustrationsstil kommt nach vorne, aber es werden auch spannende man nennt es snackable Content-Elemente auch irgendwo geliefert. Man kann Personen kennenlernen, Köpfe rund um die Community, die sich da aufhört. Man bekommt einfach das Gefühl, okay, ich kann verstehen, was diese Organisation macht und ich kann in diesen Mehrwert eintauchen, den sie mir als Kreativer, weil das ist die Zielgruppe hiervon, oder natürlich beziehungsweise auch die Filmemacher können einfach erkennen, worum es geht. Und auf der anderen Seite, neben diesem Feed, ist eine große, große Aktivität im Bereich Stories und tägliche Updates hier unterwegs. Das heißt, die Lebhaftigkeit dieses Kanals lebt zum Beispiel total über die Stories. Der Kanal selber ist relativ statisch. Wenn ich zum Beispiel mir die osiaderische Buchhandlung angucke, auch Kunde, mit dem wir verschiedene Projekte aufgesetzt haben, den Kanal hier nicht, aber ich habe den wollte ihn trotzdem als Beispiel rausnehmen, weil was hier sehr, sehr gut funktioniert, ist das Thema den Content auf dem Kanal auch ohne ihn jetzt komplett von vorne bis hinten zu durchzubranden vielleicht, sondern relativ einfach wiedererkennbar, aber auch verschiedene Content-Typen anzubieten. Das heißt, wir haben hier, klar, es geht um Bücher, kleine Buchbesprechungen, in denen wir uns als Experten zu dem Thema positionieren können und aber auch kleine Insider-Geschichten rund ums Thema Literatur. Es ist immer sehr, 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 sehr spannend. Also wenn man sich jetzt die ganze Meme-Kultur nochmal klar macht, die im Moment ja ganz groß ist, also Memes, ein Foto oder eine Situation mit einer kleinen textlichen Einordnung versehen, die dann zusammen einfach einen Witz ergeben, der sich immer wieder neu und maximal einfach weitererzählen kann, da haben wir natürlich, schaffen natürlich immer wieder kleine Insider, man fühlt sich der Gruppe zugehörig. Das heißt, hier in dem Fall ist es auch so, dass man es einfach schafft, ein bisschen eine kleine Exklusivität über das Thema herzustellen. Und man fühlt sich ein kleines bisschen geschmeichelt und zugehörig und auch aufgewertet, wenn man vielleicht die Zitate kennt, wenn man
den Witz, der hier unterwegs ist, auch versteht. Das heißt, wenn wir der Absender sind von solchen Themen, bilden wir einfach eine Community. Osiana macht das hier sehr, sehr gut, nehmen sie einmal mit Buchbesprechungen und kleinen Bewertungen über das Thema punktet, auf der anderen Seite aber auch Insiderschaft. Das ist an der Stelle sehr, sehr gut gelöst. Da möchte ich noch einmal vielleicht eingehen auf ein ganz anderes Genre. Wir sind überhaupt nicht mehr im Bereich Literatur, aber das ist auch ein Bekannter von mir, der Julius Ise, der Fitness-Influencer sieht man oft auf Instagram. Ich habe nur, zu ihm kann ich sehr, sehr viel sagen, weil ich ihn von begleite, bevor er das war. Er ist auch Fotograf und ich kenne ihn eigentlich daher, wie er, ich glaube, circa 2013 überhaupt mit dem Thema angefangen hat, Fitness, und sich da quasi über die Positionierung, dieses Expertentum im Bereich Fitness immer weiter etabliert hat und einfach über eine ist eine One-Man-Show und ein ganz, ganz eine ganz, ganz stringente persönliche Story. Der war quasi übergewichtig, als er angefangen hat, 2013, hat ein Foto von sich gemacht und hat dann diesen Kanal gestartet. Und er hat sich quasi da live und in Farbe zu einem Fitness-Influencer erst entwickelt und ist mittlerweile bei 214.000 Followern. In dem Fall ist es natürlich nochmal was anderes, weil es alles, seine Follower sind in dem Fall wirklich themenspezifisch unterwegs, und er hat darum ein Business sozusagen aufgebaut. Also er kooperiert mit Foodspring, mit Klamottenausrüstern wie Reebok oder auch mit Men's Health. Aber jetzt hat er quasi geschafft, indem er auch seiner Zielgruppe immer wieder Nutzen angeboten hat, also mit Workouts ohne Equipment. Zum Beispiel während Corona total interessant, Fitnessstudios sind zu. Julius hat sich ins Wohnzimmer gestellt und hat gesagt, ich zeige euch jetzt mal ein Workout, was einfach funktioniert und vor allem auch ohne Geräte und ohne Krach, was ich ganz, ganz spannend finde für Leute, die natürlich in mehr Familienhäusern wohnen und sich da jetzt nicht einen Rüffel abholen möchten. Was ich damit zeigen möchte, ist so diese thematische Verankerung auf das Thema, in dem ich Experte bin, kann einfach auch noch mehr Business generieren. Wenn ich mich als Experte positioniere und das Handy einfach immer dabei habe, anfange die Themen zu machen und mich immer weiter reinarbeite, dann kann ich sogar bis zu einem Influencer schaffen. Jetzt haben wir uns ein paar Kanäle angeguckt. Was interessant ist bei all diesen Kanälen, ist, dass sie auch unterschiedlich funktionieren im Bereich Customer Journey. Die Customer Journey, wem es jetzt kein Begriff ist, beschreibt die Reise, die ein Kunde mit mir und meinem Produkt unternimmt, und zwar vom ersten Kontakt hin bis zu dem Zeitpunkt, in dem ich ihn nicht nur als Kunden gewonnen habe, sondern vielleicht sogar als ein Advokat, also ein Fürsprecher meiner Marke gemacht habe. Sprich, am Anfang ist immer so ein Teil, Leute suchen mein Angebot gar nicht, sondern sie haben vielleicht auch überhaupt nicht, wenn ich mal auf dem Schirm, dass sie überhaupt irgendwie in dem Bereich, den ich anzubieten habe, einen Bedarf haben. Das heißt, ich muss da erstmal auf den Schirm kommen. Wenn ich auf dem Schirm bin, muss ich die Leute begeistern, muss dafür sorgen, dass sie sich mit meinem Angebot auseinandersetzen, muss über eine Interaktion sie zum Kunden machen. Und wenn sie Kunden sind, dann natürlich mit einem zuverlässigen, guten Service und einem guten Nutzen begeistern und binden. Und letztlich dadurch kann ich dann garantieren, dass ich sie zu Advokaten meiner Marke mache. Und Social Media, jetzt in dem speziellen Fall Instagram, hat auch einfach auf dieser Reise einen Punkt, an dem wir ihn verorten können. Und jeder sollte das mit seinen Kanälen generell tun und sich zu überlegen, wozu mache ich das eigentlich? Wo kommt der Kanal eigentlich vor? Und man kann Social Media natürlich toll für den Bereich Awareness benutzen. Ist nur die Frage, ist es so, dass ich Leute, die nicht nach mir suchen, ohne großes Paid-Budget, also Anzeigen
Botschaften, die ich ausspiele, kann ich die dort überhaupt erreichen? Oder ist es vielleicht wichtig, dass ich sie, wenn sie mich aus anderen Gründen oder über andere Möglichkeiten gefunden haben, dann vielleicht eher in dieser Visitenkarten-Funktion, wenn sie sich vielleicht mehr über mich informieren, über das Für und Wider meines Angebots, ob ich sie nicht vielleicht da an der Stelle packen kann und sagen kann, hey, da sind die Leute unterwegs. Sprich, warum nehme ich einen Content, der sich sehr, sehr nach, ein Content-Typ, der sich sehr, sehr nach Werbung anhört und denke, ich könnte auf Instagram direkt Werbung machen, wenn es die Leute in diesem Kontext, in dem sie eigentlich unterwegs sein müssten, um für Werbebotschaften empfänglich zu sein, wenn sie da gar nicht unterwegs sind, sondern eigentlich die Voraussetzung ist so, dass Leute mich, wenn ich es nicht per Paid bezahle, mich erstmal eher finden müssen. Deswegen ist die Verortung der Kanäle hier ganz arg wichtig, wo es natürlich super funktionieren kann. Siehe auch das Thema MFG, ist dieses Thema Bindung, also quasi die Community merkt, okay, ich bekomme hier Updates zu meinen Themen oder auch Osiander, der es einfach schafft, über einen tollen Nutzen hier einfach für Bindung zu sorgen und die Leute zu Fans zu machen, die vielleicht auch das ganze Thema weitertragen und auch über Social Media weiter verbreiten. Dafür ist es ganz arg wichtig, sich nochmal zu überlegen, was ist eigentlich der CTA, also der Call to Action meines Kanals. Was soll dieser Kanal letztlich denn tun? Wie soll der für den nächsten Schritt, den der User macht, sorgen? Sich darüber Gedanken machen, was soll der User denn eigentlich tun? Und kann er auch alles tun? Weil oft kommen natürlich auch sind natürlich auch technische Hürden dabei. Wenn ich sage, ich möchte gerne, dass ich User über meinen Instagram-Kanal zum Beispiel nachher weiter über mein Angebot informieren, dann ist es natürlich interessant, wie schafft er das? Klar, wir haben ganz oft so dieses Thema Link in Bio. Das haben Sie sicherlich alle schon mal gehört. Das heißt, ich finde einen Absprung zu meinem Angebot die Kanalbeschreibung, die auf der Feed-Seite unterwegs ist. Aber der Weg ist natürlich auch schon relativ lang, weil Entschuldigung, Instagram mag es einfach auch nicht so gerne, wie alle anderen Plattformen übrigens auch, wenn ich den Kanal verlasse. Deswegen geben sie mir auch keine Möglichkeiten, an jeder Stelle auszubrechen, sondern eben nur an dieser eine. Stichwort zum Beispiel, wenn ich mehrere Angebote habe oder mehrere Themen, auf die ich aus meinem Kanal ausleiten möchte, dann ist sowas, so ein Thema wie Linktree zum Beispiel ganz interessant. Also ein Baum, ein Linkbaum in Anführungszeichen, also ein Link, der wiederum mehrere Verästelungen schafft, über die ich ausbrechen kann. Also insgesamt stellen sich am Beginn der Beschäftigung nach Instagram schon die Frage nach der Struktur meines Kanals. Und ein einfacher Tipp, jetzt haben wir viel über Theorie geredet, ein einfacher Tipp wäre schon, wenn wir uns die Kanäle nochmal vor Augen führen, die wir gerade angesprochen haben, ist das Thema Content-Typen. Was ist NW? NW habe ich jetzt einfach mal, ich schmeiße es einfach mal in den Raum, weil das, was Osiander zum Beispiel da gemacht hat, ist, sie haben absoluten Nutzwert generiert. Also nutzwertigen Content, sprich Inhalte, die meinen User in seiner Realität vielleicht auch einfach weiterbringen. Tipps zu bestimmten Themen. Kleine Ansätze, bei denen ich sage, hey, jetzt habe ich was gelernt, das kann ich für mein Business benutzen. Das hat er jetzt vielleicht schon zwei, dreimal gemacht, der Kanal. Das finde ich interessant. Vielleicht soll ich da mal dranbleiben und folge dem mal und bleib einfach mal, was das angeht, dabei und guck, was noch so kommt. Also Nutzwertigkeit ist was ganz arg Spannendes und die Überlegung, wie je nachdem, welches Business ich habe, in welchem Bereich ich unterwegs bin, was kann ich denn für kleine Happen rausgeben, bei denen die Leute einfach dranbleiben. Auch aber genauso das Thema, ich hatte jetzt, habe es mal irgendwie IS genannt, also ein Insight aus meinem Unternehmen oder meiner täglichen Arbeit zu liefern. Also einfach mal die Tür aufzumachen,
den User reinzulassen und zu zeigen, hey, so sieht es bei mir aus, das mache ich täglich und das sind die spannenden Aufgaben, mit denen ich unterwegs bin, quasi ein bisschen mehr vom Innenleben und einfach die Distanz abzubauen und vielleicht ein bisschen mehr Gesicht zu zeigen, um auch ein interessanter Ort zu sein, um vielleicht auch zu diskutieren, Sachen mal loszulassen und das mit Persönlichkeit zu belegen. Genau wie das Thema News, Neuigkeiten rund um mein Unternehmen. Das wäre jetzt mal so drei, es gibt natürlich tausende Möglichkeiten und die Gedanken sollte man sich eben vorne machen, wo mein Kanal hin möchte. Aber ich wollte einfach an der Stelle einfach nahelegen zu sagen, okay, ich nehme meinen Kanal mal und mache und teile ihn auf in verschiedene Content-Typen und sage, einer könnte sein Nutzwert, einer könnte sein, ich mache die Tür auf und lasse die Leute reingucken, hinter die Kulissen und einer könnte sein, ich biete die neuesten Informationen rund um mein Business und die neuesten Entwicklungen und News. Und wenn ich das dann nehme und sage, okay, das wäre jetzt so ein, wir denken im Feed, ja? Also das wäre jetzt so mein Feed, dann wäre das natürlich sehr, sehr statisch. Bei der MFG haben wir gesehen, wir haben die Themen zueinander stark aufgebaut. Letztlich ist es wahrscheinlich doch eher so, dass sich das verteilt. Und das ist auch gut so. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich den Themen auch eine ähnliche Bildsprache gebe, den jeweiligen Content-Typen, dann führt das auch natürlich dazu, dass ich auf den ersten Blick sehen kann, okay, das ist eine interessante Ansammlung von Informationen und da möchte ich vielleicht auch einfach tiefer einsteigen. Und natürlich auch insgesamt der Gedanke daran, wie teile ich denn auf? Hier an der Stelle habe ich jetzt bei, was sind das, 12 Kacheln, mal die Hälfte dem einen Thema zugeschrieben, ein Drittel dem anderen und dann nochmal 2 Kacheln dem letzten Thema, um einfach zu sagen, okay, ich mische es nach meiner Realität mir zusammen und nehme mir auch vor, in diesem Content-Mix unterwegs zu sein, probiere das mal aus. Es gibt zum einen einfach eine große Form von Sicherheit und gibt einen Weg vor, der mich nicht ganz so in der Luft hängen lässt. Ich habe hier nochmal einfach nochmal Beispiele vielleicht für Content-Formate wie hier bei Funk, wo wir auch über Nutzwert reden. Also quasi Fruchtfliegen nerven im Sommer einfach. Das ist ein sehr, sehr plattes Beispiel, aber es ist natürlich super, wenn ich das lese. Das ist ein absolut relevantes Thema für mich, auch als Zielgruppe dieses Mediums, was ich in dem Moment einfach sehe und sage, hey, das betrifft mich jetzt. Klar lese ich mir das durch. Wir haben vorhin über Engagement geredet. Also wenn ich mit dem Kanal, wenn ich mit dem Inhalt interagiere und dazu gehört einfach auch schon dieses nach rechts wischen, gehört da einfach dazu. Dann lese ich mir diese 3 Kacheln durch und sage, hey, bekomme hinten noch ein kleines Dankeschön. War ein schönes kleines Nutzenerlebnis und ich werde vielleicht dennoch sagen, das war jetzt ein toller Tipp, vielleicht sind die anderen auch interessant und bin offen dafür, mit diesem Thema zu interagieren. Das ist eine spannende Sache, die man sich auch jeweils für sein Business überlegen sollte, ob man nicht solche horizontalen Mehrwertgeschichten konkret einfach mal zur Verfügung stellt. Musste natürlich konkret auf sein Thema jeweils ableiten. Ein anderes Thema wäre auch, wie hier bei den Online-Marketing-Rockstars, so die größte Online-Marketing-Messe und auch Instanz zum Thema Online-Marketing, die es so gibt, die gerade, wenn man sich auf ihrem Kanal umguckt, das Thema Gendergerechtigkeit oder Gendergleichheit als Grundthema fährt und auch man merkt, okay, jeder 5., 6., 7. Post ist zu diesem Thema, das ist wie nochmal eine Kampagne im eigenen Feed und es wird einfach zu dem Thema, wir hatten es vorhin, Purpose was gesagt und schaffen sich natürlich so hier natürlich im Marketingumfeld, Leute, die sich für das Thema Marketing interessieren, sehr stark zu positionieren
und einfach eine Serie wiederkehrenden Contents zu schaffen und sich damit natürlich auch so ein bisschen den Rücken frei zu halten, okay, was ist denn gerade bei uns einfach ein Thema, was wir nach vorne spielen möchten und was unsere Zielgruppe interessiert. Ich habe auch noch unseren eigenen Kanal natürlich noch kurz dabei. Hier haben wir auch so ein bisschen eine Mischung, die wir einfach fahren. Wir wollen, wir haben das Thema starke Branded, wir wollen unsere Mitarbeiter natürlich auch ein bisschen nach vorne bringen an der Stelle. Wir haben Zitate drin, wir haben kleine Insights aus der Agentur mit drin und auch immer wieder kleine Inspirationen. Der Kanal wird jetzt gerade auch wieder thematisch ein bisschen neu ausgerichtet. Aber wir spielen natürlich auch so ein bisschen das Thema, okay, Kompetenz des Brandings an der Stelle, Agentur-Insights und in Zukunft aber auch nochmal spitzer auf gewisse Kundenzielgruppen zugeschnitten, wird es auch viel drum gehen, Know-how, mit Know-how auch einfach aufzuschlagen, um einfach auch zu spiegeln, hey, die setzen sich mit Themen, die für mich in meinem Business relevant sind, auseinander, also sollte ich vielleicht zu diesem oder jedem Thema auch direkt Kontakt aufnehmen, gerade wenn es darum geht, bei mir im Business neue digitale Impulse zu setzen. Was wir in Workshops an der Stelle dann aber auch oft einfach sagen müssen, ist das Thema, hey, wie sieht es eigentlich aus? Wir haben uns viel Gedanken darüber gemacht, mit den Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, um das alles herzustellen, was wir uns jetzt überlegen. Also wir haben gesagt, wir haben unseren Kanal irgendwo vielleicht mal ein bisschen von der Marke her gedacht. Wir haben unseren Kanal im Content, also haben ein Ziel gegeben, haben daraufhin Content-Typen entwickelt, die funktionieren sollen. Dann soll ich es vielleicht schon nochmal abchecken, okay, funktioniert das auch mit den Ressourcen, die ich zur Verfügung habe? Und letztlich gibt es nochmal drei Themen, die an der Stelle anzusprechen sind, um das später auch in die wirkliche Organisation zu gehen. Und zwar das Thema Redaktionsplan. Das Thema Planning, also die konkrete Planung von Posts zu bestimmten Zeitpunkten und die jeweilige Ausspielung, die damit zusammenhängt. Das ist natürlich dann, wenn man viele Kanäle macht, kann das zu einer echten Herausforderung werden. Aber auch das Thema Content Creation, also wie entsteht Content überhaupt? Letztlich, also ich habe einen Plan, ich möchte das gerne so machen, aber wie kriege ich das denn wirklich nachher in die Kiste? Und beim Thema Redaktionsplan würde ich, gerade wenn es um geringe Budgets geht, mir was, um es einfach zu machen, irgendwo erstmal aus dem Internet ziehen und sagen, hey, da gibt's vernünftige Vorlagen, da kann ich ja auch gewisse Spalten, die mir vielleicht zu kompliziert sind, löschen. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist einfach eine Vorlage dort zu haben und mir folgende Gedanken zum Redaktionsplan zu machen. Und zwar am Anfang steht eines jeden Redaktionsplans sowas wie der alle Jahre wieder Content. Den einfach einmal sichern. Was sind die gewissen Jahrestage, die ich als Unternehmen, als Firma denn habe? Was gibt's sowieso wie Weihnachten, Ostern etc. pp. Wann sind Messen, die für mich relevant sind, Branchen-Events und so weiter und so fort. Und die einfach mal wild in diesen Redaktionsplan eintragen und sagen, dazu möchte ich auf jeden Fall etwas zum gegebenen Zeitpunkt machen und damit mir auch schon mal eine gewisse Leitplanken geben. Die Content-Typen, die ich habe, in dem Verhältnis, in dem ich sie mir vorstellen kann, verteilen. Vielleicht den alle Jahre wieder Content kann ich vielleicht quartalsweise schon mal verteilen. Ja, Weihnachten ist immer, aber vielleicht einfach mal mir in so einem Quartal angucken, was steht an und im Zwei-Wochen-Rhythmus nochmal sagen, okay, wie kann ich meine Content-Typen denn da drumherum planen? Den Feed dahingehend einfach aus,
ausstrukturieren und mir einfach auch sagen, okay, zu den jeweiligen Themen, die ich spiele, kann ich auch Story-Formate einfach ausprobieren und da, wir erinnern uns an das Thema Hau raus, wirklich viel einfach auch mal raushauen in dem im Wissen, es versendet sich, sagt man so unter Medienleuten, wenn man sagt, okay, ist nach 24 Stunden eh weg, wenn es jetzt nicht der große Brüller war und eigentlich nicht gezogen hat, ist es nicht so wild, da kann man sich vollkommen die Angst nehmen an der Stelle, aber lieber einfach mal ein, zwei Sachen ausprobieren, wie die Reaktionen sind, bleiben die Leute dran, finden die das gut, funktioniert es dann natürlich nach und nach. Wir haben gesagt Feed, wir haben gesagt Storyposts, alle Formate, die Instagram so anbietet, einfach mal ausprobieren und antesten, ob es funktioniert. Wenn ich zum Beispiel einfach sage, ich habe Inhalte, die erklärungsbedürftig sind, wo ich mich hinstellen möchte und mache vielleicht mehr als eine Minute, was ein normaler Post hergibt oder 15 Sekunden eine Story. Klar könnte man Themen über mehrere Stories ausdehnen, aber vielleicht ist Instagram TV, also IGTV, die richtige Variante, die mir quasi ein kleines YouTube-Format innerhalb der Plattform zur Verfügung stellt, dem ich einfach lange Inhalte mal entwickeln kann und länger dranbleiben kann. Ob ich mich vielleicht darin ein bisschen mehr ausleben möchte. Ich kann es ja immer noch nachher in den Feed auch integrieren. Das ist auch durchaus auffindbar. Man kann da schön viel testen insgesamt, aber hier auch an der Stelle der Tipp oder die Ansage, Video first. Also wenn ich die Möglichkeit habe, Video zu machen, es schlägt immer alles andere. Es wird nicht nur vom Algorithmus belohnt, Video, sondern es wird, es ist auch einfach die Aufmerksamkeitsspanne, die man gegenüber Videos hat, ist wesentlich größer als die gegenüber Still, also quasi reinem Bildmaterial. Da scrolle ich im Zweifel einfach drüber. Video hat immer mehr Chance, die Aufmerksamkeit zu erhaschen und dass ich dem Content-Element jeweils eine Chance gibt. Dann das Thema, auch gerade für Stories, das Thema Interaktion immer weiter ausreizen. Alle Interaktionsmöglichkeiten auch mal ausprobieren. Vielleicht kleine Umfragen, wie seht ihr das? Da gibt es ja wunderbare Elemente in den Stories oder ein kleines Quiz oder einfach eine Fragerunde mal aufmachen. Das Thema Interaktion nutzen, um zu schauen, was funktioniert, um die Leute auch dabei zu behalten. Und natürlich bei allem, was wir tun, immer die Insights, die Möglichkeit, die wir einfach haben, um zu gucken, wie performen die einzelnen Inhalte, die wir verbreiten, wie performen die wirklich, die im Blick zu haben, auch mal miteinander zu vergleichen, zu welcher Tageszeit funktioniert ein Post besonders gut. Was ist denn eigentlich, ich habe eine Zielgruppenbeschreibung, die ich mir vielleicht aus meinem Business her ableite, aber wie ist es denn auf Instagram? Stimmt das wirklich überein? Performen meine Inhalte denn wirklich, so wie ich denke, bei Vertrieblern Ü60 wunderbar? Oder ist es vielleicht was doch eine ganz andere Geschichte und es ist eher weiblich und unter 30, dann würde ich mir Gedanken machen, ob meine Zielgruppenbeschreibung und Instagram da an der Stelle zusammenpassen. Aber da immer wieder miteinander die Dinge abgleichen. Das ist ganz arg wichtig. Wir kommen nochmal zum Thema Planung. Da gibt es ja hunderte Tools, mit denen man quasi seine Social-Media-Planung ausrollen kann. Ich möchte hier an der Stelle, wir arbeiten viel mit Hootsuite an der Stelle. Das ist natürlich dann erst relevant, wenn wir viele Kanäle gleichzeitig betreuen und mit sehr, sehr viel Inhalt. Deswegen ist es hier nur einmal kurz genannt. Wir haben auch überhaupt kein Interesse, jetzt Werbung für ein Tool zu machen. Darum geht es nicht, nur um der Frage mal vorzugreifen an der Stelle, was gäbe es denn für gute Tools, um da zu arbeiten, wo man vielleicht, wenn man wirklich tiefer einsteigen möchte und sein Content mehr branden möchte, wo man sich vielleicht mit auseinandersetzen könnte, beim Thema Kreation
ist das Thema Spark Post. Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende App von Adobe, die einem die Möglichkeit gibt, Content stark zu branden, ohne dass man wirklich ein großer Designer sein muss. Sei natürlich gesagt an der Stelle, dass es trotzdem gerade auf dem Smartphone eine ziemliche Handy-Variante, sag ich mal. Also eine Variante, die leicht von der Hand geht, aber natürlich nicht in super, super genau funktioniert an jeder Stelle. Man sieht zum Beispiel mal, wenn man so ein bisschen damit einsteigt in diese Apps, die browserbasiert. Das heißt, ich kann am Desktop kann ich damit sehr, sehr viel Vorarbeit leisten und auch sehr, sehr tief einsteigen, wenn ich mich damit auseinandersetzen möchte. Aber letztlich gibt mir die App auch schon in der Version auf dem Smartphone schon die Möglichkeit, rumzuspielen und kleine Erfolge schnell zu feiern. Also wir hätten quasi Inspirationen in diesem Bereich Vorlagen, wie Sie hier links sehen können. Und das sind alles quasi Themen, Vorlagen, die ich nehmen kann und remixen kann, auch in epischer Breite. Also ich kann jede Farbe, jede Form verziehen, jede Schrift hier benutzen und was daraus drehen. Das geht im Zweifel ganz einfach. Also gleich auf oberster Ebene könnte ich sagen, ich steige hier in so ein Thema ein, schnapp mir das, gehe ins Textfeld und tippe hier an der Stelle sowas ein wie Hello IHK, Baden-Württemberg, und mache daraus jetzt einfach einen Post. Ich lasse jetzt mal einfach kurz so stehen, positioniere das noch einmal sauber, zack, und hätte schon was, mit dem ich da umgehen kann, könnte noch die einzelnen Elemente links und rechts bearbeiten und hätte einen Post, der im Zweifel schon zu mir passt, der ist natürlich nicht stark gebrandet, sondern irgendwo hergezogen. Wenn wir jetzt so hier mal die Mitte sehen, das sind so meine jetzt eben schnell Versuche, die wir vielleicht für die Kavallerie-Inhalte hier haben. Da sieht man mal, wie sowas aussehen könnte, dass ich so einen Multiplizieren-Effekt einfach drüberlege, eine Typo drüberlege. Aber ich muss natürlich schon aufpassen, wenn das nachher im Feed alles zusammenpassen soll. Das ist jetzt hier kein Feed, sondern es ist quasi eine Sammlung von Vorlagen, die ich quasi aus solchen Vorschlägen erstellt habe und aus den Möglichkeiten, die dort unterwegs sind. Da muss man sich immer weiter ranfassen, um das so gut wie möglich natürlich hinzubekommen. Was allerdings natürlich sehr, sehr toll ist, das sehen Sie hier unten. Man kann auf Knopfdruck auch auf die verschiedenen Formate einfach angleichen, die es gibt. Das heißt, ich hätte hier einen quadratischen Instagram-Post. Ich kann aber auch mit einem Tab mache ich das zu einem Instagram-Story-Post und zieht es länger. Oder ich mache daraus mein Facebook-Header, mein LinkedIn-Post und so weiter. Also das heißt, das kann so ein Creation-Tool halt sehr, sehr leicht herstellen, ohne dass ich mir großartig Gedanken machen muss, welche Formate haben nochmal die einzelnen Content-Elemente empfohlenerweise in der jeweiligen Plattform. So, ich kann zack mir einen Instagram-Post aus meiner Idee bauen, ihn auf quadratisch optimieren, wenn ich quadratisch sein möchte, und raus damit. Also es ist an der Stelle sei nochmal gesagt, es gibt Tools, die einem die Kreation von Branded Content einfacher machen, aber es ist natürlich, wie am Anfang auch erwähnt, nicht ganz ohne Arbeit möglich, das nachher gut aussehen zu lassen. Wo LinkedIn? Ich hatte es gerade bei dem LinkedIn-Post an der Stelle angesprochen. Ich möchte jetzt nochmal kurz auf diese Plattform eingehen. Vielleicht auch so im Business, vielleicht die Plattform, auf der man im Moment im Business-Kontext unterwegs sein muss. Kommt vielleicht von vielen Leuten an der Stelle auch ein Aber, was ist denn mit Xing? Das ist ein Thema, das man gerne gestellt bekommt, wenn es um Karriereplattformen geht. Welche ist denn besser? Wo soll ich denn unterwegs sein? Soll ich beide unterwegs sein? Oder ist es eher LinkedIn oder eher Xing? Das ist
eine gute Frage. Es gibt dazu auch natürlich gute Antworten. Man kann sie natürlich miteinander mal vergleichen oder bestimmte Parameter vergleichen. Einmal das Thema natürlich LinkedIn als eine internationale Plattform gegenüber Xing, die ja im deutschsprachigen Raum unterwegs ist. Das heißt, es ist einfach, wenn man es weltweit sieht, einfach eine Frage der Größe. Wenn man es aus der regionalen Perspektive sich anguckt, ist es eine Frage zwischen Wachstum und Größe. Also LinkedIn holt wahnsinnig auf, wird immer größer, wird immer relevanter, hat immer mehr Funktionen, scheint auch in aller Munde zu sein. Und die Zahlen sagen auch, dass sie Xing bald eingeholt haben. Die Größe im Moment ist in der Tat, also das Netzwerk Xing, wenn man es an den Usern misst, ist noch größer. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis LinkedIn da unterwegs ist. Ich glaube, ein spannendes Thema ist schon, LinkedIn hat noch mal ein bisschen mehr Business-Fokus. Xing einfach ein bisschen schon noch mehr den Karriere-Fokus. Also wenn wir jetzt über Kundengewinnung reden, es gibt natürlich schon auch Branchen, in denen Xing noch ganz, ganz tief verwurzelt ist und wo Sie jetzt wahrscheinlich in Ihrer Branche dann auch sagen könnten, nee, hier alle meine Kontakte sind bei Xing, was soll ich jetzt mit LinkedIn? Aber wenn es quasi darum geht, was ist der Kanal, der mit Rückenwind kommt und auf dem gerade der Punk abgeht, um es mal deutlich zu sagen, dann ist LinkedIn schon der interessantere. Was LinkedIn auch einfach natürlich Xing voraus hat, sind einfach die Werbeformate. Die sind, erinnert schon sehr, sehr an diese ganze Facebook-Instagram-Thematik. Da ist einfach wesentlich mehr möglich. Aber wir sind jetzt ja nicht im großen Paid-Thema unterwegs, sondern wir sagen ja, es geht eher ums geringe Budget. Also kann man das vielleicht an der Stelle ein bisschen außen vor lassen. Was Xing halt hat, sind Formate wie zum Beispiel Events, wo sie versuchen, so ein bisschen in der Nische immer wieder bestimmte Themen und Angebote aufzubauen, die interessant sein kann. Ist nur das Problem, dass wenn man auf solche Formate wie Events setzt, dann kommt Corona und das schickt mich ein bisschen in die Krise. Und das ist Xing natürlich auch an der Stelle ein bisschen passiert, hat ein bisschen an Fahrt verloren an der Geschichte. Ganz im Gegensatz zu LinkedIn, das Momentum ist da deutlich auf der Seite von LinkedIn. Was ich spannend finde, ist das Thema, sind beides Social Media. LinkedIn ist ein bisschen mehr Media und Xing vielleicht ein bisschen mehr Social. Wie meine ich das? Das ist ein bisschen eine gewagte These, aber ich was ich ganz, ganz spannend finde an der Stelle, ist die Überlegung, dass sich insgesamt in Social Media einfach Kanäle herauskristallisieren, die eher auf soziale Interaktion setzen, also quasi Menschen miteinander vernetzen und auf diesem engen Kanal die Leute miteinander kommunizieren lassen, und auf der anderen Seite eher mediagetriebene, also Kanäle, die eher als eine Plattform der Selbstdarstellung oder der Ausstrahlung der Marke aufgrund der Medien, die ich produziere, dann ein größeres Publikum erreicht. Und an der Stelle ist LinkedIn natürlich auch noch mal deutlich voraus, und einen ganz ähnlichen Vergleich würde ich mittlerweile auch mit Facebook machen, dass Facebook vielleicht ein Tick mehr Social ist und Instagram ein Tick mehr Media, wobei es natürlich schon bei diesen Community-Gedanken, gerade bei Instagram, würde ich an der Stelle nicht vergessen. Aber das ist so ein Ding, würde ich an dieser Stelle nochmal einfach darauf hinweisen, dass LinkedIn an der Stelle vielleicht einfach diesen Media-Charakter hat, aber trotzdem ist LinkedIn Social und Media. Also finden einfach Gespräche mit Menschen auf LinkedIn statt. Und grundsätzlich, wenn ich mir LinkedIn jetzt einfach genauer angucke, nicht mehr in Abgrenzung zu Xing, sondern einfach mal tief reinstarte an der Stelle, es geht im Bereich LinkedIn einfach um Personen. Und das ist ein Thema, was wir uns auf jeden Fall an der Stelle klar machen sollten.
auch wenn ich Business generieren möchte, ist es natürlich, je kleiner ein Unternehmen ist und wenn es nur eine Person ist, ist das Unternehmen die Person. Aber gerade im Thema Mittelstand zum Beispiel wär sowas natürlich ganz wichtig zu beachten. Und zwar eine Trennung vorzunehmen zwischen den Unternehmensinhalten. Wir hatten vorhin bei Instagram ja das Thema Branded Content. Dass Unternehmensinhalte, die stark gebrandet werden, werden auf LinkedIn auch stark als Werbung wahrgenommen. Und zwar eher vielleicht sogar ein bisschen störend. Das heißt, auf LinkedIn rauszugehen und zu glauben, ich müsste jetzt hier mein Brand durch eine werbliche Art der Kommunikation total aufladen und würde dafür für Aufmerksamkeit sorgen und womöglich für neue Kunden. Das ist nicht so. Es wird sehr, sehr stark als eher störende Werbung wahrgenommen und auch unter gebrandeten Unternehmenscontent-Elementen oder Posts findet in der Regel nicht viel Interaktion statt, sondern das Spannende ist eigentlich viel mehr das Thema Experte sein. Da kommen Personen ins Spiel. Das heißt, ich sollte gedanklich einmal das Thema aufsetzen, okay, ich hab einen Unternehmenskanal vielleicht. Der ist auch gebrandet, der ist eine gute Visitenkarte, der bringt vielleicht News rüber, der spielt meine Professionalität. Aber auf der anderen Seite stehe ich als Experte oder andere Experten rund um mein Unternehmen, ein Netzwerk von Experten und wir positionieren uns thematisch ein Stück weit losgelöst vom Unternehmen und bewerten vielleicht Inhalte aus unserem Business, stellen Dinge zur Diskussion, versuchen andere Impulsgeber an der Stelle mit reinzuziehen und dort für Gespräche und Interaktion zu sorgen. Und zwar nicht ausgehend vom Unternehmenskanal, sondern von persönlichen Profilen. Und da wäre quasi die Aufgabe, sich zu vernetzen, stark zu vernetzen und dann Impulse zu liefern. Das ist einfach nochmal ein bisschen ein anderer Ansatz als vielleicht auf Instagram. Das Gute hier ist natürlich, wir bewegen uns immer in einem Business-Kontext. Es wird ja auch quasi viel in diesen Karrierenetzwerk oder Business-Netzwerken damit geworben. Sie erreichen Leute dann, wenn sie auch ans Business denken. Das stimmt. Was ich hier kurz einmal zeigen würde, wäre ein recht frischer, neu von uns aufgesetzter Kanal für einen Kunden Himmelwerk. Da lohnt es sich jetzt auch mit Sicherheit immer mal wieder vorbeizuschauen. Der Kanal schon eine gute Visitenkarte darstellt, auch eine technische Kommunikation. Also es ist ein Maschinenbauunternehmen, das quasi für induktive Erwärmung in Produktionsprozessen steht und da auch den Claim Leading Induction vertritt. Auch hier werden schon Experten angeteasert in einer Art Branded Content, aber es wird auch drumherum ums Unternehmen, es werden Experten aufgebaut, die diese Inhalte auch immer wieder aufnehmen und in die Breite auch ausspielen und versuchen, ihr jeweiliges Netzwerk konsistent zu bespielen. Das ist eine sehr, sehr professionelle Art und Weise, mit dem Thema LinkedIn umzugehen. Ich habe hier nochmal zwei Beispiele. Sich als Experte positionieren im Unternehmenskontext. Eine Kollegin quasi, Eva Reitenbach, Geschäftsführerin von Audity in Berlin und Köln, also eine Digitalagentur, die das auch sehr, sehr stark macht, die sich immer wieder positioniert zu Themen, zu Business-Themen, die natürlich auch die eigenen PR-relevanten Themen aufnimmt, die ums Unternehmen geschehen und die nach außen trägt, aber eben auch viel, viel zum Thema Gendergerechtigkeit und Thema Vielfalt, Thema Purpose, sich da positioniert und da auch schon echt, was das angeht, einfach eine Marke ist, die Marke Audity für mich total auflädt. Audity ist
ist für mich Eva Reitenbach und Eva Reitenbach ist Audity. Und das funktioniert bei LinkedIn einfach wunderbar, dass man das Gefühl hat, sie ist ein absoluter Advokat ihrer Marke und trägt das wunderbar nach außen wurzelt so bei mir diesen Expertenstatus ungemein und der strahlt auf die Marke Audity total ab. Ein anderes Beispiel von einem persönlichen Profil ist es ist quasi einer der Vorstandsmitglieder des GWAs, also Deutschlands 100 führende Agenturen, wo wir übrigens auch Mitglied sind. Da wird man reingewählt, das wird man nicht einfach so. Da sind wir auch stolz drauf, dass wir zu Deutschlands 100 führenden Agenturen gehören. Und einer der Vorstände dieses Verbands ist der Philipp Böndel. Und da möchte ich nur Ihnen als kleines Beispiel geben. Es ist auch einfach ein sehr, sehr, ja, sag ich mal, ein cooler Typ, der so vielleicht auch so ein bisschen aus dem Hip-Hop-Kontext kommt und deswegen auch auch im Business-Kontext irgendwie so eine Art Street-Credibility mitbringt. Das heißt, er macht ein bisschen mehr Rock'n'Roll auch auf Instagram, aber auf LinkedIn, aber er positioniert sich da sehr stark und er hat so, was total auffällig ist, er kommentiert viele Themen und kommentiert die immer mit seiner Rakete. Wenn man quasi mit Philipp Böndels Rakete kommentiert wird, hat man es geschafft. Und es ist wirklich schon so eine Art Kult. Also wenn man jetzt hier vom Branchenblatt Horizont ganz rechts irgendwie die Neuigkeit hört, dass es hier einen Geschäftsführerwechsel gab oder einen Abgang von Mirko Hecker, der zu TikTok gegangen ist, dann wird trotzdem die Philipp Böndel Rakete unten kommentiert. Sein durch so ein einfaches Mittel. Schafft er sich zu wahrnehmbar zu positionieren und ich nehme das total an der Stelle wahr. Und für mich, in meinem Business-Kontext, also Marketing und Kommunikation, hat er diesen Gag quasi positioniert und schon was geschafft durch ein ganz einfaches Mittel, was wirklich total, total simpel ist. Ich will Sie jetzt nicht alle ermutigen, irgendwelche Raketen zu kommentieren, alles in ihrem Umfeld, nein. Aber sich vielleicht zu überlegen, wie passt, wenn etwas zu meiner Marke passt, zu meiner Tonalität, wir haben es vorhin besprochen, dann sollte ich diese Themen vielleicht auch reintragen und mich da wahrnehmbar positionieren an der Stelle. Weil, ich vergleiche es immer ganz gerne mit so einem Thema, möchten Sie auf eine After-Work-Party, wenn es vielleicht um das Thema Online-Marketing oder digitale Kommunikation geht, auf dem neuesten Stand, möchten Sie dann mit so einem Typen drüber reden, der so eher so dieses anzugtragende, vertriebsartige rüberbringt, oder möchten Sie lieber mit einer echten Rakete spannende neue Dinge rund ums Thema digitale Kommunikation erfahren? Also sprich, Sie positionieren sich da schon auch mit der Art Ihrer Kommunikation, auch im kleinen Detail vielleicht absolut als Marke. Und es lohnt sich da einfach ein Gedanken mehr als zu wenig zu verschwenden. Da vielleicht so der kleine Einstellsatz auf LinkedIn. Klar, es ist eine Business-Plattform, aber ich sollte mich ähnlich wie im analogen Kontext dort auch verhalten und nicht auf eine gekünstelt professionelle Art, sondern ich sollte vielleicht auch eine gewisse Lockerheit rüberbringen, eine gewisse Aufgeschlossenheit. Ein Experte hat auch einfach hat viel mit dem mit dem, was er verkörpert, zu tun und mit der Art, wie er rüberkommt. Und da sich vielleicht ein bisschen aufgeschlossener zeigen gegenüber markanter Art der Selbstdarstellung, um sich als Experte zu positionieren. Stichwort auf einer Party, Afterwork, knöpfe ich vielleicht auch den obersten Hemdknopf einmal auf. Je nach Business, bei manchen Businessen wird es vielleicht nicht gehen, aber ich knöpfe vielleicht mal den obersten Hemdknopf auf und rede vielleicht ein bisschen lockerer und finde vielleicht auch mal einen Gag, der meine Branche beschreibt,
anstatt zu versuchen, bierernst immer nur die 8 Regeln, die eh schon jeder kennt, immer wieder zu penetrieren. Wir haben viel jetzt natürlich über Content geredet. Ich würde noch einen kurzen Seitenblick zu bezahlten Inhalten werfen. Wir sagen bewusst, wir gehen jetzt nicht in die Anzeigenmanager der Plattform und sagen, wir setzen große, teure Kampagnen auf. Das soll nicht das Thema sein. Was aber doch interessant sein könnte, sind vielleicht die einfachen Dinge, die in diesen Bereichen funktionieren. Wenn man vielleicht eine Followerschaft aufbauen möchte über Kampagnen, um ein bisschen zu wachsen als Kanal. Weil, klar, ich habe vorhin gesagt, nicht jeder Follower ist Zielgruppe und deswegen ist im Zweifel der falsche Follower oder sind zwei falsche Follower weniger wert als einer aus der potenziellen Zielgruppe. Trotzdem ist es so, man kann sie aufbauen. Deswegen wäre so ein Einstieg in Paid vielleicht wirklich das Thema, mal auf Follower-Kampagnen zu gehen, seinen Kanal daraufhin zu bewerben. Man muss nur darauf ganz, ganz wichtig darauf achten, dass was man in einer Kampagne verspricht als Nutzen. Wir hatten es vorhin vom Thema Nutzen. Was soll das Gegenüber spüren, beziehungsweise welchen konkreten Nutzen wollen wir dem Gegenüber liefern? Wenn wir das in einer Anzeige versprechen, dann sollte das der Kanal, auf dem man landet, auch halten. Wenn es da einen Bruch gibt, dann geht es nicht weiter und dann wird derjenige mit Sicherheit nicht folgen. Auf der anderen Seite ist es auch, wenn ich kein Versprechen in der Kampagne habe, was mein Kanal bringt, dann wird gar keiner auf die Idee kommen, die Kampagne oder die jeweilige Anzeige überhaupt zu wischen den Kanal zu besuchen. Sprich, da auch wieder zu überlegen, und das kann man anhand von so einer Anzeigenmechanik ja wunderbar machen, was soll der Kanal demjenigen bringen, und das sollte dieser Kanal dann aber auch im Eindruck, den Eindruck sollte er einfach auch vermitteln. Gut gemachte Follower-Kampagnen sind meist so, dass sie am Anfang, wenn ich die richtige Zielgruppe für meinen Kanal auch gefunden habe, wenn ich da gut unterwegs bin, dass dann die Preise für Follower der Preis, den man nachher bezahlt, um Follower zu generieren, auf den einzelnen Follower runtergerechnet, können dann schon gut unter einen Euro fallen. Aber man muss immer wissen, die Menge der Zielgruppe ist dann in dem Fall vielleicht auch begrenzt und irgendwann mal auch erschöpft. Und dann geht der Preis auch irgendwann mal wieder deutlich nach oben. Sprich, nicht von Anfang an erwarten, ich habe Euro X als Betrag und möchte dafür so und so viel Follower, sondern muss ich da wirklich rantasten. Und das ist das Thema an Paid. Und es ist aber ganz gut, um auch so Mechaniken, wie funktioniert Paid, überhaupt mal auszuprobieren, vielleicht mal eine Follower-Kampagne zu starten. Im Content-Bereich ist es wirklich Content-Elemente einfach mal zu pushen und zu sponsern und einfach mal zu schauen, was bringt das, sich dann auch mit den Insights, die auf einfacher Ebene vielleicht gerade auf Instagram auch ohne den Facebook-Anzeigenmanager funktionieren, einfach mal bestimmte Posts, die eh schon funktionieren, organisch, einfach mal anzuschieben und da mehr Reichweite drauf zu packen, dass man bei gewissen Leuten, wir erinnern uns an die Customer Journey, da auch frühzeitig vielleicht auf den Schirm kommt. Und dann noch ein kleines Thema, der Funnelblick. Es ist ganz spannend, also das ist jetzt quasi schon so eine Profi-Variante im Paid-Bereich, aber einmal kurz angesprochen, im Paid-Bereich geht es irgendwie darum, ich spiele Inhalte oben in so einen Trichter rein und sammle mir damit ganz viel, also wenn wir von Leads reden, die ich erreichen möchte, sammle damit ganz viele unqualifizierte Leads erstmal ein, die ich anspiele, die vielleicht zufällig in der Zielgruppe liegen, die gar nichts mit meinem Angebot zu tun haben, und habe da einfach sogenannte Streuverluste. Dann geht es im nächsten Schritt um das Thema, vielleicht was eher Marketing
marketingrelevant an der, an der Stelle. Das heißt, wenn ich sie näher zu mir hinführe und sie näher an meinen Themen dranbleiben, dann sind sie vielleicht für mich marketingrelevant. Und wenn sie ganz weit unten in meinem Funnel schon unterwegs sind, dann ist es vielleicht so, dass sie schon fast Sales qualifiziert sind. Also ich kann sie wirklich, sie sind wirklich zum Greifen nah. Und so funktioniert normalerweise im Paid-Bereich nämlich so immer wieder immer weiter dieses Absieben. Und wenn man eine groß angelegte, und jetzt reden wir wirklich über größere Budgets, groß angelegte Budgets, jetzt vielleicht für viele nicht realistisch sind an der Stelle, dann ist es so, dass wir von jedem Schritt, also vom unqualifizierten Lead über den Marketing-Qualifizierten bis hin zum Sales-Qualifizierten, immer wieder Mehrwerte bieten müssen. Also der unqualifizierte Lead, den qualifiziere ich vielleicht darüber, dass ich sage, hey, guck mal hier, ich habe Angebot XY, interessiert euch das, wenn ich merke, okay, die Zielgruppe springt auf dieses Angebot drauf, dann ist es ja schon mal ein erstes Anzeichen dafür, dass sie Marketing-qualifiziert sind. Also sollte ich sie mit Marketing, wenn ich sie erwische, das ist natürlich das große Thema, ich muss sie ja tracken, dass sie das tun, muss ich sie mit marketingrelevanten Inhalten bespielen, um zu gucken, ob sie darauf anspringen. Und wenn sie das tun und womöglich noch vielleicht Newsletter abonnieren oder sich mit konkreten Preislisten auseinandersetzen oder was auch immer, in dem Moment sind sie für mich ab einem bestimmten Punkt ja Sales qualifiziert und ich kann sie direkt ansprechen. So würde eine mehrwertorientierte Funnel-Kampagne funktionieren. Aber was auf welchen Gedanken ich eigentlich raus möchte, auch an der Stelle ist, wenn man sich das Modell nimmt und sagt, ich habe jetzt dieses Budget gar nicht, kann ich es aber trotzdem von unten her denken. Ich kann sagen, ich kenne in meinem Umfeld, kenne ich ja Sales-qualifizierte Leads, also quasi Leute, mit denen ich Geschäfte mache. Und was sind im Bereich, welche Mehrwerte gebe ich denn Ihnen, um sie für meine Angebote zu begeistern? Wo sitzen denn vielleicht in der nächsten Zwiebelschale Leute, die vielleicht für mich marketingrelevant sind? Weil die möchte ich ja mit meinen Social-Media-Kanälen im Idealfall anspielen. Ohne das, weil das ist ja das, was quasi auch so teuer ist, aus der ganzen Masse der Unqualifizierten fischen zu müssen. Das heißt, das System vielleicht auch mal so rumdenken und sagen, hey, ich überlege mir genau aus meinem Businessumfeld, was funktioniert eigentlich bei den Leuten und setze genau diese Themen ein, um sie weiter in meinem Sinne zu qualifizieren. dem liegt eine Grundregel zugrunde und das ist das Thema Test, Learn, Test Bigger. Also sprich, bei allem, was die Social Media vorhaben, die Ermutigung, versuchen Sie es, fallen ruhig auch mal auf die Nase, lernen daraus und dann mit dem Learning können Sie vielleicht eins noch mal draufsetzen in der nächsten Stufe und damit wachsen. Aber es gibt nicht den einen Weg, der von vornherein funktioniert, auch bei oder gerade bei kleinem Budget vielleicht nicht. Aber testen Sie einfach vieles, was zu Ihnen an der Stelle passt und bilden Sie die Learnings dann in der nächsten Stufe einfach eine Nummer größer ab, weil dann gibt es mit Sicherheit mehr zurück für jede investierte Stunde. Soweit von mir. Aber ich lasse Sie natürlich nicht gehen, ohne die 10 Quick Wins, die Sie jetzt hier aus der Präsentation vielleicht mitnehmen können, weil es war jetzt schon sehr, sehr umfangreich alles ausgeführt und viele, viele Sprünge auch zwischen den Themen. 10 Quick Wins, die Sie vielleicht mitnehmen können, wenn Sie morgen in der Nacht drüber geschlafen haben. Das erste Thema wäre, investiere Arbeit und Zeit. Also das war das, was wir vorhin meinten, es ist keine eierlegende Wollmilchsau. Das ist einfach das, was an dem Thema, bei dem Thema ansteht. Das zweite ist Verständnis für die eigene Marke entwickeln, weil das ist das, was wir auf Social Media rüberbringen wollen. Dann Quick Win Nummer 3. Ganz ehrlich, versuchen Sie es auf Instagram und LinkedIn. Das sind schon so die Kanäle, auf denen man sich am besten austoben kann. Und auf denen gerade einfach der Punk abgeht. Natürlich geht auf TikTok auch der Punk ab, aber wie gesagt, wahrscheinlich noch bei der jüngeren Zielgruppe.
Wenn Sie Lust haben, machen Sie sich da einen Account, gucken Sie mal auf einem Auge rein, wie sich Content entwickelt. Man wird das ein oder andere Format mit Sicherheit später auch bei Instagram oder anderen Kanälen sehen. Dann jedem Kanal ein Ziel geben und ein Call to Action. Also sprich, was soll passieren? Was soll der Kunde denn mit diesem Kanal machen? Wo soll er im nächsten Schritt hin? Das sich einfach klar machen. Dann am besten mit festen Content-Elementen beginnen und die immer weiterentwickeln. Schöne Interaktionsformate ausprobieren und das am besten in der Instagram-Story. Gerne Tools nutzen, wie Spark Post für Branded Content, wobei das natürlich, klar, da muss man sich richtig reinfuchsen, aber wer Spaß daran findet, kann darin schnell gut werden und überraschend vielleicht in seinem Umfeld damit echt guten Branded Content platzieren. Dann ganz wichtig, auf LinkedIn sich als Experte im Unternehmensumfeld zu positionieren und nicht einen Unternehmenskanal aufmachen, über den man ausschließlich Branded Content spielt, weil das wäre langweilig. 9, nicht verbiegen lassen, sondern die eigene Story fahren im Idealfall wirklich ein Experte werden, von dem man einfach gerne hört. Und 10. und letztens das Thema Testen, Lernen und daraus wachsen. Und das war es jetzt an dieser Stelle wirklich von mir. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen. Ja, herzlichen Dank, Herr Schleps. Ich schaue gerade auf unsere Aufzeichnung. Wir erreichen jetzt die Minute 100. Aber das ist kein Problem. Daher, wir zeichnen ja heute auch auf und daher denke ich, hat ja auch keiner der Teilnehmer kann jederzeit die Aufzeichnung unterbrechen, wenn dann noch Termine sind. Das ist ja dann überhaupt gar kein Problem. Aber trotzdem möchte ich natürlich noch auf ein paar Fragen eingehen, Natürlich. die mich auch im Vorfeld noch erreicht haben per E-Mail. Aber was ich auf jeden Fall mitgenommen habe aus Ihrem Vortrag ist zum einen, wenn ich eine Pizzeria habe, habe ich auf Instagram schon automatisch gewonnen, wenn ich die Pizzabilder poste. Und zum anderen finde Genau ich, so ist es. ja genau, und zum anderen finde ich es super spannend, dass wir sehen, auf der einen Seite haben wir unser internes Markenbild, auf der anderen Seite die externe Wahrnehmung vielleicht von unseren Kunden, Geschäftspartnern, ja, und wie dann eben Social Media als digitaler Touchpoint fungieren kann und wie ich dann eben auch mir überlegen kann und wie dann eben auch beispielsweise so ein Kommunikationsrat helfen kann, wie gestalte ich diesen Kanal aus und mit welchen Nutzen und mit welchen Leben möchte ich ihn denn füllen? Und ich finde, das hat Ihr Vortrag hervorragend transportiert und gezeigt, dass ich mir wirklich überlegen muss, was muss also zwischen diesen beiden Punkten dazwischen auch passieren, damit ich mich eben gut positionieren kann und dann eben auch meine Zielgruppe erreichen kann. Einige Fragen, die mich erreicht haben, haben Sie bereits auch schon im Laufe des Vortrages beantwortet. Ich würde trotzdem noch kurz darauf eingehen, nur um sicher zu gehen, dass das auch wirklich die Punkte waren, die Sie meinten. Nämlich zum einen kamen auch die Fragen auf nach kostenfreien Softwares und, sage ich mal, Assistenzsysteme, die man nutzen kann. Zum einen die Frage, um eben Postings auf Instagram beispielsweise anzupassen und zu customizen, sage ich jetzt mal. Da meinten Sie ja, dass die Software oder das Tool Spark Post sehr gut dafür geeignet wäre. Ich sage, es ist sehr gut geeignet. Es ist natürlich, also die Voraussetzungen nenne ich ja ganz vorne. Man muss sich damit beschäftigen. Also es ist kein Selbstläufer. Ich finde aber gerade, wenn man es mal einfach auf der Smartphone-App versucht, dann kommt man schon relativ schnell. Es macht auch wirklich richtig Spaß. Man fühlt sich wie ein kleiner Designer in dem Moment, weil man einfach, man nimmt eine Vorlage, macht was draus und hat das Gefühl, hey, man hat relativ schnelle erste Erfolge. Das Ding ist natürlich, wenn ich quasi nach einem Corporate Design arbeite, also nach festgeschriebenen Gestaltungsregeln und da ein bisschen vielleicht auch Handschellen habe an der Stelle, dann wird es natürlich auch gleich einen Tick komplizierter. Das heißt, ich muss vielleicht die browserbasierte Desktop-Variante mal aufmachen und ein Branding anlegen. Das heißt, Logos reinladen, Schriften reinladen, Farben reinladen, bestimmte Gestaltungselemente reinladen. Und das ist dann natürlich auch schon was. Also es ist noch nicht, dazu braucht man noch nicht einen Art Direktor aus einer Agentur, wenn man das mal probieren möchte. Aber das wird schon.
dann irgendwann mal so komplex, dass man auf jeden Fall professionelle Hilfe braucht, wenn man es wenn man sich einmal anlegen lassen möchte an der Stelle. Also wir, für uns ist es das ideale Schnittstellentool im Moment, um Kunden zu befähigen, ihre Social-Media-Posts professionell selber herzustellen. Aber wir helfen ganz gerne bei der initialen Füllung quasi der Brand-Elemente. Und gibt es auch noch ein Tool, weil Sie ja meinten, dass das jetzt für das Smartphone sehr gut geeignet ist, auch ein kostenfreies Tool, welches man für den Desktop verwenden kann? Ja, also wie gesagt, SparkPost ist auch ein Desktop-Tool eigentlich. Da entfaltet sich eigentlich die ganze Kraft, die es hat. Also ich würde, okay, was das angeht, im Moment SparkPost empfehlen, auch schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil wir damit sehr, sehr gute Erfahrungen haben. Man jagt viele Tools so über den Hof, hat man so das Gefühl. Im Moment, also es ist an jeder Ecke und Ende kommen Tools an. Es gibt natürlich auch Planungstools, die vielleicht solche Funktionen haben. Trotzdem würde ich sagen, wenn es ums Thema professionelle Content Creation geht, würde ich auf dieses Tool setzen. Ohne jetzt ein Plädoyer für alle Adobe-Produkte zu machen. Also das soll keine Werbung sein, aber es ist wirklich, wir machen gute Erfahrungen damit im Moment. Ja, und dann kam auch noch die Frage nach zu dem Thema Tools für Multichanneling. Also wenn ich also auf mehreren Plattformen unterwegs bin, und da meinten Sie ja, Hootsuite würde sich da auch sehr gut eignen. Genau, ist das ist auf jeden Fall ein gutes Tool. Das ist natürlich, es geht immer so ein bisschen um die Spannbreite. Also das Ein-Mann-Unternehmen, was ein LinkedIn- und Instagram-Kanal jetzt aufmacht, ist es wahrscheinlich einfach eine Nummer zu groß, weil der Aufwand, sich ins Tool reinzuarbeiten, dann fast größer ist, als das selber vielleicht intuitiv und eben kurz zu machen. Wenn es natürlich einfach viel wird und man wirklich Multichanneling an der Stelle hat, dann oder noch andere Kanäle dazukommen, ist das Tool, was wir im Moment empfehlen. Und da kam auch so die Frage, aber die hatten Sie ja auch im Rahmen Ihrer fetten 5 für Instagram, denke ich, schon beantwortet, nämlich die Frage, sind Beiträge oder Stories eigentlich besser zu posten auf Instagram? Und da war ja Ihr Plädoyer ganz eindeutig, den Fokus auf die Stories zu setzen. Das ist so, war das so richtig oder würden Sie das auch mal relativieren wollen? Davon kriegen Sie von mir ein ganz klares Jein. Also da ist natürlich so, wir sollten es zusammendenken. Ich habe es auch, also quasi der Feed gibt Struktur. Das ist natürlich auch eine richtig tolle Möglichkeit zu sagen, wie packe ich denn wiederkehrende Content-Formate denn eigentlich zusammen? Also als mein Strukturgeber. Ich würde sagen, der Feed ist einfach das, in dem ich grundlegend immer wieder qualitativ hochwertigeren, also qualitativ natürlich in Anführungszeichen, Content-Spiel, der auch einfach länger auffindbar ist. Und die Story ist einfach so ein bisschen die schnellere Variante, die auch einfach mehr verzeiht, in der ich aber wesentlich besser, zum Beispiel, wenn wir über den Content-Typ Insights reden. Also ich mache mal die Tür auf und lass die Leute mal reingucken bei mir. Dann ist das Thema Stories auf jeden Fall das Mittel der Wahl an der Stelle. Also ich, kurz gesagt, es geht um die ausgewogene Mischung zwischen beidem. Auf jeden Fall. Aber Story, Instagram wurde ganz, ganz lange eben mit dem Feed-Post assoziiert. Jetzt wird es einfach mehr mit der Story assoziiert und die Nutzergewohnheiten einfach in diesem vertikalen, schnell durchgehen, gucken, was ist gerade los. Die gehen einfach eher in diese Richtung. Das heißt, man bleibt einfach, wenn man wenig Zeit hat, eher in diesem Story-Bereich hängen und geht schnell durch. Und das heißt, man kann so zu dieser schnellen täglichen Nutzung da einfach schnell was reinspielen. Wenn es ein bisschen vielleicht fundierter wird und länger auch stehen bleiben soll. Also quasi in meinem Feed auch auffindbar sein soll. Also einfach da, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Arbeit reinstecke, dass es dann vielleicht eher der Feedpost.
Ja. Aber mit Insights haben Sie gerade eben auch schon ein gutes Stichwort geliefert und einen hervorragenden Übergang zu einer anderen Frage, nämlich da geht es nämlich gerade um das Thema Insights in das Firmenleben zu geben. Also es gibt da, so wie ich das ist, Frage rausnehme, bereits eine Person, die mit Social Media eben beauftragt ist und diese Kanäle eben verwaltet, eben Öffnungszeiten anpasst, aktuelle Aktionen postet und so weiter. Jetzt würde man aber ganz gerne auch, sag ich mal, Mitarbeiter zu Wort kommen lassen, Beiträge verfassen lassen, beispielsweise aus dem Firmenalltag, dass man sagt, dieses Produkt finde ich gut, weil oder dergleichen. Und jetzt soll dieser Post quasi klar sichtbar sein, dass es jetzt ein Mitarbeiterpost ist, ja. Und eben auch jetzt nicht irgendwie über den privaten Account des Mitarbeiters gehen. Wie würde sich das denn anbieten, dass man das, sag ich mal, gut auf seinen Social Media Kanal integrieren kann? Ganz grundsätzlich gibt es, also wenn ich quasi die Mitarbeiter sprechen lassen möchte über meinen Kanal, würde ich, man könnte es natürlich auch als eine Art Content-Typ einfach etablieren. Von mir aus wäre es jetzt jeden Montag, erzählt ein anderer Mitarbeiter in einem Story-Post etwas über das Thema XY. Und ich verankere diese Story-Post nachher in einem Highlight zum Beispiel und gebe diesem Highlight auch eine Kategorie, dass es wieder auffindbar ist und dass man da auch vielleicht eine durchgängige Geschichte hat. Und wenn jemand auf das irgendwie spannend findet, sagt, okay, ich möchte mir mehrere Gesichter aus diesem Unternehmen hintereinander angucken. Ansonsten ist es natürlich auch, was ganz beliebt ist oder einfach auch ein gelerntes Format ist, generell das Thema Takeover. Das heißt, ich gebe quasi den Kanal für eine gewisse Zeit auch also angesagt in die Hände eines Mitarbeiters, der dann oder einen ganzen Tag oder eine ganze Woche die Stories zum Beispiel einfach postet. Also was am Anfang der Woche kommt, okay, jetzt ist die Woche von mir aus Janina. Und Janina nimmt uns mit durch die Woche und das ist der Takeover. Und wir bleiben in diesem Format ganz bei ihr. Kann ein Tag sein, wie gesagt, kann eine Woche sein. Aber Takeover ist ein gelerntes Format, was ich an der Stelle auch empfehlen würde, einfach um so einen Kanal vielleicht ein bisschen zu dynamisieren. Genau. Und jetzt ist ja manchmal so, dass auch dann so ein Social Media Auftritt manchmal so historisch wächst. Ja, man hat vielleicht mal begonnen und hat sich da so ein bisschen reingetastet und dann befindet man sich vielleicht auf einmal in der Situation, dass man vielleicht einen Social Media Account hat für eine Marke, die man betreut oder promotet, ja, oder die zu einem Unternehmen gehört. Aber dann hat man vielleicht auch verschiedene Niederlassungen in verschiedenen Städten, die eigentlich zwar dann zu einer Firma gehören, aber auf Social Media dann doch irgendwie eine eigene Präsenz haben, weil sie eben verschiedene Öffnungszeiten haben, verschiedene Aktionen haben. Ja. Wie bekomme ich das denn dann wieder unter einem Hut, wenn ich sage, ich habe verschiedene Standorte, die auf Social Media aktiv sind, die gehören auf eine Weise schon zusammen, weil es eine Firma ist, aber auf einer anderen Seite möchte ich da doch auch Individualität und Aktionen abdecken. Gibt es da einen Tipp von Experten, wie man da vielleicht vorgehen kann? Also ganz grundsätzlich an der Stelle ist es natürlich so, was nie ein guter Ratgeber ist, ist eine Innensicht oder ein Organigramm zu versuchen, über Kanäle abzubilden. Weil genau das würde das ja torpedieren, was wir vorhin besprochen haben, dass quasi der Kanal auf den Nutzer ausgerichtet sein soll und auf die Zielgruppe. Also ein Kanal macht ja auch nur Sinn, wenn ich sehe, ich habe eine Zielgruppe, die ich da erreichen und erschließen kann. Und wenn es eine Zielgruppe gibt, für die ich die Ressourcen habe, sie einzeln anzuspielen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dafür vielleicht einen eigenen Kanal zu etablieren. Aber jetzt zu sagen, ich will mein Organigramm abbilden und brauche deswegen für den Standort Düsseldorf 1, Düsseldorf 2 und wobei wir sind in Baden-Württemberg, also Stuttgart 1, Stuttgart 2 und Tübingen und Heidelberg auf jeden Fall Instagram-Kanal, auch wenn es an der Stelle vielleicht aufgrund der Ausrichtung dieses Standorts gar keinen Sinn macht, würde ich das nicht machen. Also es ist wirklich, man sieht es oft, dass Marken verschiedene regionale Absenderformate dann irgendwie haben, von denen halt einige dann irgendwie total untergehen. Wo man merkt, die sind gar nicht richtig gepflegt, die haben gar keine Stoßrichtung.
Davon würde ich eher abraten, sondern eher sich wirklich zu überlegen, okay, macht ein Instagram, also wir reden jetzt gerade von Instagram, macht ein Instagram-Format oder Kanal an der Stelle Sinn. Ich würde sogar eher sagen, ich koppel ein Produkt aus, bevor ich ein Organigramm abbilde. Also wenn ein Produkt total toll läuft, dann würde ich eher gucken, dass ich dieses Produkt vielleicht nochmal brande und sage, okay, ich gebe dem eine ganz eigene Plattform an der Stelle, um zu kommunizieren und speziell in dem Wirkungsbereich des Produktes versuche ich da Kunden zu generieren, die vielleicht mit meinen Öffnungszeiten und meiner Struktur vielleicht zu tun haben wollen an der Stelle. Ja. Und zum Abschluss als letzte Frage hätte ich Ihnen noch eine Frage mitgebracht von einer Gründerin, die uns erreicht hat. Und ich denke, das passt auch. Sie haben es gerade eben gesagt, den Kanal auf die Zielgruppe auszurichten. Und ich bin sehr sicher, dass diese Frage auch schwierig pauschal zu beantworten ist, sondern dass wir hier auch wieder den Fokus auf einmal, was möchte ich mit meinem Kanal erreichen? Und einmal auf, wer ist denn meine Zielgruppe? Nämlich die Frage ist, gibt es eine Art Rangliste an Social Media Plattformen, die als Gründer besonders wichtig sind und die ich auf jeden Fall bespielen sollte, wie beispielsweise Facebook, Instagram, TikTok, Xing und LinkedIn. Und ich denke, es kam auch aus Ihrem Vortrag deutlich hervor, dass man das natürlich nicht pauschal sagen kann, bespiele den Kanal, bespiele diesen, das ist das goldene Rezept, das Patentrezept, sondern dass wir hier wirklich auch ganz klar schauen müssen, was möchte ich denn eigentlich erreichen, welche Ziele habe ich mit meiner Aktivität auf Social Media und wen möchte ich auch erreichen? Wie sehen Sie diese Thematik? Ziemlich ähnlich. Das Ding ist nur, als Agentur stehen wir oft vor der Herausforderung, nicht sagen zu müssen, es kommt drauf an. sondern es wird ja auch erwartet, dass wir an einer bestimmten Stelle vielleicht auch mal die Hose runterlassen und sagen, ja, was ist denn, also jetzt trotzdem Butter bei die Fische, was empfehlen Sie denn mal mit Ihrer Erfahrung? Und ich habe jetzt ja auch bewusst einfach mal LinkedIn und Instagram einfach mal rausgehoben, aber ich kann natürlich kann ich nicht sagen, wenn ich nichts über die Produkte der Gründerin weiß, in welchen Bereich sie da vorstoßen möchte, kann ich ihr natürlich jetzt nicht direkt ein Patentrezept an die Hand geben. Aber grundsätzlich finde ich Instagram und LinkedIn gut, weil es einfach sehr, sehr, man kann die Plattform gut überblicken. Es ist gerade viel los, es ist eine hohe Aktivität. Man ist privat, also die Zahlen geben es ja auch her, dass viele Menschen einfach privat unterwegs sind auf den Plattformen. Das heißt, man ist auch mit wahrscheinlich privat oft damit irgendwie zugange und muss nicht sich so viel in Anführungszeichen Neuland betreten. Klar, kommt aber schon, Entschuldigung, aufs Produkt an, weil wenn es jetzt ein total, keine Ahnung, Generation Z Produkt ist, was da raus muss, dann wäre es natürlich ganz arg wichtig zu gucken, ich gehe auf TikTok und guck mir an, wie die Möglichkeiten sich da nämlich entwickeln, weiter Fuß zu fassen. Also es ist leider doch ein kleines kommt drauf an, aber wenn ich quasi jetzt einfach blind schießen müsste, würde ich sagen, LinkedIn und Instagram mal für den Start, um dann zu schauen, was man sonst noch alles machen kann. Also hier fällt da nochmal der Hinweis, es gibt ja beispielsweise auch das Kompetenzzentrum Kommunikation. Das ist ein Kompetenzzentrum, welches durch Bundesmittel gefördert wird. Da gibt es beispielsweise auch einen Social-Media-Leitfaden, der vielleicht bei solchen Fragen auch ein bisschen weiterhelfen kann, der die verschiedenen Kanäle auch vorstellt und einfach auch aufzeigt, welche Altersgruppen sind hauptsächlich auf diesen Kanälen vertreten. Ich denke, solche Publikationen, die auch kostenfrei abrufbar sind, können wir auch sehr gerne ins Follow-up dieser Veranstaltung mit reinpacken, können auch schon mal eine gute erste Orientierung geben, welcher Kanal es denn auch gerade zu Beginn sein soll. Und damit, Herr Schleps, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns auf diesen Ride mitgenommen haben und die Insights aus dem Agenturleben uns gezeigt haben. Wirklich super, super spannend. Und ich glaube, da haben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich ganz viel Futter bekommen und auch Anstöße und Impulse für die tägliche